So, willkommen Hallo. zurück zu Adobe Live. Zweite Session heute und wir sind jetzt beide zum ersten Mal live dabei. Das ist also eine Premiere von beiden Seiten. Ich freue mich ganz doll, denn wir haben nämlich heute ganz viele Sachen vor. Ganz, ganz viele tolle Sachen mit Percy Chain. Hallo. Freut mich, dass du da Freut bist. mich, hier sein zu dürfen. Der Percy hat. Wir haben ja eben die Eva gesehen mit ihrem ganz großen Cintiq. Das haben wir jetzt mal weggetan, wie ihr seht. Das ist jetzt gar nicht mehr da. Geschrumpft. Geschrumpft, genau. Und wir haben jetzt den Percy mit seinem iPad. Und ich denke mal, du erzählst einfach mal ein bisschen selbst über dich. Wer Okay. bist du? Was machst du? Und was tust du? Und dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an. Ja, nochmal, hi, ich bin Percy. Ich bin ein freiberuflicher Illustrator aus Hamburg und studiere noch an der HAW Illustration. Jetzt im fünften Semester. Seit einem Jahr arbeite ich nebenbei freiberuflich und nehme so ziemlich alle Aufträge an, die reinkommen. Bin nicht so picky, noch nicht. Ja, vielleicht zeige ich euch einfach mal, was ich so mache. Genau, bevor du gleich anfängst, genau, wir können auch gleich mal zu dir rüber switchen. Erzähl doch mal so ein bisschen, du bist ja ursprünglich, hast du mir erzählt, du bist ja Student noch, du studierst ja noch und was machst du da genau? Du hast ja mir eben auch schon ein bisschen was davon erzählt. Ich studiere Illustration an der HAW und ja, davor habe ich Game Design in Berlin studiert, aber da war nicht nur der gestalterische Part, sondern man muss auch technische Sachen können, zum Beispiel programmieren und auch Game Design wirklich, also wie man Spiele aufbaut, was man zu beachten hat, damit ein Spiel funktioniert. Ja, und da wurde mir der gestalterische Part dann irgendwann zu wenig. Deswegen habe ich nach dem vierten Semester beschlossen, abzubrechen und in Hamburg nochmal neu anzufangen. Ich sehe gerade, ich bin nicht eingeloggt im Internet. Ich muss noch mich kurz einloggen. Ja, das ist kein Problem. Das können wir ja schnell machen. Ja. Genau, in der Zwischenzeit, machen wir es doch einfach mal so. Genau, also du hast ursprünglich Game Design studiert und bist jetzt gewechselt auf die Richtung Illustration, Grafikdesign. Hast du dann auch direkt dann mit dem iPad angefangen oder war das für dich so eine Art Zwischending? Also, dass du gesagt hast, du arbeitest dich langsam hinvor und machst, du machst praktisch eine Zwischenstufe, dass du sagst, okay, ich war jetzt am PC und gehe jetzt mal so langsam rüber in Richtung Tablet. Oder hast du zum Beispiel vielleicht zwischendurch ein Grafiktablett benutzt? Also bei Game Design in Berlin habe ich. Oh, einen kleinen Moment, ich Ja, muss kein ein kurzes Problem, Passwort kein eingeben. Problem. Genau. Das ist natürlich eine coole Sache, weil Game Design ist auch so eine Sache, die ich ganz interessant finde. Wir haben es ja eben auch von der Eva gesehen und vom Rufus, als die beiden da waren. Das ist schon super interessant. Und das ist auch etwas, was gerade im heutigen Markt immer mehr Verwendung findet. Gerade jetzt in dem Beispiel Hearthstone, das fand ich auch super interessant. Habe ich selbst auch ganz oft gespielt. Und ist natürlich in der heutigen Zeit, gerade wo Gaming auch mit den ganzen Livestreams, die ja möglich sind. Es ist natürlich eine Sache, die echt cool ist. Aber genau, Ja, vielleicht noch genau. mal zu dir. So nochmal. Also in Berlin, als ich noch Game Design studiert habe, haben wir digital hauptsächlich gezeichnet. Und für das Studium in Hamburg, da war ich bei einer Mappenberatung. Da wollten die so möglichst wenig digitale Sachen sehen. Da habe ich so richtig erstmal angefangen, mir Farben zu kaufen und auf großen Leinwänden zu malen und Aquarell zu benutzen. Und viele Leute, die Illustration anfangen in Hamburg, haben auch noch keine digitalen Photoshop-Kenntnisse. Also Painting am PC ist nicht voraussetzend fürs Studium. Das kann man dort lernen. Und ja, im ersten Semester fängt man ganz normal mit Malerei an, hat man so Aktzeichnungen und zeichnet ganz normal mit Stifte. Und später kann man sich dafür entscheiden, digital zu arbeiten. Ja, und ich arbeite gerne digital, weil da muss ich die Farben nicht aufräumen und nichts sauber machen danach. Und ja, schließe ich das Programm und dann bin ich fertig mit Aufräumen.
Spart die dreckigen Hände dann später, ne? Stimmt. Ja. Ja, sehr, sehr cool. Also ich würde jetzt einfach mal rüberschalten zu deinem iPad. Man sieht uns ja trotzdem noch, aber genau, im Endeffekt ist es ja so, dass du uns ja ganz coole Sachen zeigen kannst. Und zwar... Sieht man schon was? Noch nicht. Ich schalte es jetzt gerade um. Genau, das müssen wir jetzt sehen. Das ist jetzt... Genau, es ist nicht ganz im Frame, aber das kommt noch. Da können wir das. Genau, die GoPro können wir auch noch mal schon mal hinstellen. Ich gucke jetzt mal. Genau. So. Jetzt bist du dabei. Okay. So, ich zeige euch ganz kurz was auf mein Portfolio. Also hier sind Illustrationen, die ich in meiner Freizeit angefertigt habe und teilweise auch für die Uni. Man kann sehen, dass ich für meine Illustration verschiedene Stile habe. Manchmal arbeite ich sehr grafisch und benutze einfache Flächen, die dann eine Szene darstellen. Zum Beispiel hier das Bild rechts. Und da habe ich sehr wenig schattiert, auch nichts ausgerendert. Im Gegensatz dazu das Bild hier, da habe ich schon mehr Schattierungen gehabt und da habe ich versucht, auch traditionellere Techniken zu benutzen. Habe ich am PC versucht, die Pinselstriche zu faken, die man sonst bei traditionellen Zeichnungen hat. Und ja, habe an manchen Stellen bewusst das unfertig gelassen, damit man denkt, ja, vielleicht ist es auch traditionell entstanden. Das ist auch super cool. Für die perfekte Einstellung. Ja, so sieht man es wahrscheinlich sogar besser. Danke dir, Rufus. Ich finde vor allem dieses ganz links finde ich super interessant, dass du jetzt hier auch zeigst, also dieses quasi das hier. Das habe ich mir nämlich auch schon mal auf deinem Instagram-Channel angesehen. Da hast du ja praktisch nicht nur das Bild gezeigt, sondern auch eben den Workflow, den du hast in so einem Timelapse-Video. Ja. Ja, das ist super interessant, einfach mal zu sehen, wie entsteht sowas. Das werden wir uns natürlich jetzt auch in den nächsten 3 Tagen zusammen ansehen. Aber das ist schon eine coole Sache. Und vielleicht so eine kleine Frage zwischendurch, was mir auch aufgefallen ist bei deinen Bildern. Du hast ja verschiedene Stile mit einwirken lassen. Mich würde einfach mal interessieren, genau, vielleicht scrollen wir einfach mal so ein bisschen durch. Mich würde einfach mal interessieren, woher genau nimmst du deine Inspiration? Also woher genau sagst du dir, das finde ich jetzt wirklich attraktiv, das nehme ich jetzt und daraus mache ich jetzt was ganz Neues? Also was die Motive angeht, lasse ich mich von vieles inspirieren, zum Beispiel auch Alltagssituationen. Vielleicht kennen das ja manche von euch, wenn man in der Bahn sitzt und Leute zeichnen möchte, aber nicht auffallen möchte, weil man sonst die Leute vielleicht stört und die oder es unangenehm wird, wenn manche einen dabei erwischen. Ja, da habe ich jetzt die Szene gezeichnet, als ich versucht habe, jemanden durch die Reflexion vom Glas zu beobachten und die Person zu zeichnen. Das funktioniert nicht immer und ist dann umso peinlicher, wenn man durch die Reflexion sozusagen erwischt wird. Oder auch dieses Bild hier, das war, glaube ich, am Christopher Street Day in Hamburg. Da hing vor dem Hamburger Rathaus die Regenbogenflagge und es war sonnig. Das fand ich eine schöne Szene. Und als ich zu Hause angekommen bin, habe ich zuerst mal die Gardinen zugezogen, weil bei Sonnenlicht, das spiegelt alles, kann ich nicht zeichnen. Ja. Also das war wirklich eine Live-Impression, die du praktisch gesehen hast, als du dann dort warst und gesagt hast, wow, das war für mich so eine Art Capture-Moment. Das möchte ich gerne als Illustration festhalten. Genau. Das ist echt cool. Ich sehe gerade hier, der Chat wird natürlich hier auch... Der ist mit super Chat. Vielen, genau, mit super vielen tollen Nachrichten hier. Also nochmal an alle, die jetzt im Chat live dabei sind, auch herzlich willkommen. Für all die, die jetzt auf Adobe Live sind, nochmal ganz kurz und gerne mitchatten möchten, aber gerade ein bisschen Probleme haben, weil da steht, bitte melden Sie sich an. Ihr müsst euch auf YouTube anmelden, beziehungsweise mit eurem YouTube oder eurem Google-Account und dann sollte das keine Probleme geben. Ich sehe jetzt hier gerade... Die Julia hat zum Beispiel gefragt, hast du schon mal Sachen von Octavio Navarro gesehen? Ich denke schon. Ist sie eine Künstlerin, die alles sehr schön ausrendert und
die Bilder mega hübsch sind. Kann Wird es sein, dass ich mit jemand anderem verwechsel, aber sie bestimmt gleich nochmal im ja. Chat erwähnen. Aber coole Frage, weil es ist ja oft so, dass man eben auch einfach verschiedene Typen feststellen kann. Trotzdem ist natürlich jeder individuell. Aber nichtsdestotrotz hat man ja auch, wie wir auch eben schon festgestellt haben, man hat über seine Inspiration, ob es jetzt von anderen Künstlern ist, zum Beispiel, darf ich nochmal kurz Ja, hoch? klar. Genau. Du hast jetzt dieses Bild hier zum Beispiel, das gefällt mir besonders gut. Das hast du ja auch deklariert, als dass du die Inspiration von Monets Pond dir geholt hast, richtig? Also von diesem schönen Teich, diesem Koi-Teich. Genau, ja. Muss man sich auch mal ansehen. Echt, das ist echt der Hammer. Also, und finde ich auch sehr, sehr schön übersetzt, einfach zu sagen, okay, wir verbinden das so ein bisschen. Hat auch so ein bisschen was von, ich weiß nicht, von Titanic so ein bisschen, ne? Also der, ich weiß nicht, ob das jetzt in deinem Ermessen war, Ja, die liegen aber, beide im ne? Wasser und Genau. vielleicht stirbt gerade eine Person. Ja, wer Maybe. weiß es nicht, ne? Man weiß es, aber also ich finde es schön, weil es lässt viel Spielraum zum Nachdenken und das ist natürlich eine super tolle Sache. Genau, aber vielleicht zeigst du noch ein paar andere Sachen. Was Ja. ist denn so vielleicht dein Projekt, wo du jetzt im Nachhinein betrachtet sagen würdest, das war jetzt wirklich etwas, was einen Wendepunkt in dem gestaltet hat, oder in meiner Gestaltung bedeutet hat, wo du gesagt hast, okay, jetzt bin ich mal auf einer ganz anderen Schiene und das hat mir tatsächlich so gut gefallen, dass ich das auch als Element zukünftig einsetzen möchte. Ja, da habe ich sogar ein Beispiel. Und zwar, ich habe vor 2 Jahren ungefähr meine Sachen angefangen auf Instagram zu posten. Und letztes Jahr hat mich Instagram kontaktiert und hat mich gefragt, ob ich für den Christopher Street Day in Hamburg nicht gerne was machen möchte. Da habe ich natürlich sofort zugesagt. Und das ist daraus entstanden. Die wollten was ganz Großes in Regenbogenfarbe haben und ist ziemlich anders als die Sachen, die ich sonst mache. Es ist alles sehr flach. Yes. Und der Fokus liegt da mehr auf die Komposition und Farben. Und die Schwierigkeit war, alles harmonisch wirken zu lassen, obwohl die Farben alle sehr knallen. Das sind ja Regenbogenfarben. Sieht aber auf jeden Genau. Fall sehr, sehr ansprechend aus, finde ich. Also es ist sehr, du hattest da auch ein Behind the Scenes gepostet, gell? Auf Instagram hatte ich gesehen, wo du Genau. gerade dabei warst, das sozusagen zu machen. Und das hast du dann tatsächlich aber auch wirklich hands-on direkt dort gemacht oder hast du Ach so, dir... nein, das ist was anderes. Das wurde dann Das riesig wurde... Ah, das ist was ausgedruckt. anderes. Genau, Okay, das ist ja, nicht da dasselbe, aber... gab es auch eine Eröffnungsfeier, wo alle gekommen sind und da gab es Free Food und Trinken Sehr cool. und konnte man Fotos davor machen. Ja, das stand dann für eine Woche in Hamburg. Ja. Und hast du, also jetzt mal zum Beispiel bei diesem Bild, hast du von deinem Workflow her, hast du dich dann hingesetzt und gesagt, okay, ich überlege mir jetzt erst ein Konzept und dann im Anschluss fange ich dann einfach an oder wie machst du das normalerweise, wenn du so eine Auftragsarbeit hast? Ja, zuerst wird beschrieben, was sie haben wollen, und es war klar, dass es so in die Richtung Flat Design geht. Und man macht sowas üblich, ich glaube, in Illustrator macht man das üblicherweise. Und mit Illustrator habe ich davor noch nie gearbeitet. Dachte mir, ich habe jetzt 1,5 Wochen Zeit, vielleicht kriege ich das noch hin. Da habe ich Skizzen erstmal in Photoshop angefertigt, denen zugeschickt und sie haben sich für ein Design entschieden und das habe ich dann in Illustrator umgesetzt. Cool. Ja, und von dem Projekt habe ich auch viel mitgenommen. Davor habe ich ziemlich geschwungen, würde ich sagen, gezeichnet und alles geht so ineinander über und hier hat man ganz klare Strukturen, die man beachten muss, damit das geordnet aussieht bei den ganzen Farben. Ja, und diese geometrischen Elemente finden sich jetzt auch in meinen neuen Arbeiten wieder. Das ist mir auch aufgefallen. Also du hast auch gerade, wenn man sich dann, ich muss jetzt nochmal auf den Instagram-Channel gehen, weil da tatsächlich das schön der Verlauf zu sehen ist von deinen verschiedenen Eindrücken. Vielleicht magst du mal kurz deinen Instagram-Channel aufmachen, dann können wir das mal zeigen, weil das finde ich sehr interessant zu sehen, wie so der Verlauf ist von verschiedenen Eindrücken, auch von verschiedenen Arbeiten. Du hast ja eben schon erwähnt, du wurdest jetzt mal gebeten, Flat Design zu machen. Du hast aber auch sehr viele Arbeiten, wo du wirklich detailliert in die Arbeit reingehst. Das finde ich sehr, sehr interessant. Und auch Serien, die zum Beispiel in Schwarz-Weiß sind. Und ich erinnere mich daran, du hast eben auch erzählt, dass du
auch ganz besonders gerne an solchen Challenges teilnimmst, so die Herausforderung für dich selbst, oder? Ja, da kommen wir später nochmal Genau, drauf. da kommen wir später nochmal drauf, genau. Aber das finde ich natürlich auch eine super Möglichkeit für die Ideenfindung, ne? Zu sagen, okay, du hast da wirklich eine Herausforderung als Aufgabenstellung, bist begrenzt in dem, was du machen darfst und versuchst dann daraus das Beste zu machen. Genau. Ja, genau, zum Beispiel bei der Illustration hier habe ich zuerst mit den Formen angefangen, gar nicht mit den Characters. Ich habe geguckt, welche Formen sehen zusammen gut aus. Und die Silhouette habe ich dann zuerst festgelegt und danach die Charaktere erst reingezeichnet. Ah, okay, ich verstehe. Das heißt, das war jetzt aber auch, das war jetzt im Rahmen einer Challenge oder war das jetzt für dich eine freie Arbeit, dass du da, dass du das jetzt entworfen hast? Weil ich sehe jetzt auch in den Posts nebendran, sind das ja auch Sachen, die so ein bisschen in Relation zueinander stehen, also jetzt auch Genau. das davor und das drumherum. Genau, die sechs Character Design Bilder, die ich nacheinander gepostet habe, die sind für ein Magazin. Character Design Quarterly heißt es. Sie haben mich gefragt, ob ich Lust hätte, da gefeatured zu werden. Und ja, klar, ich habe Lust. Die haben mir auch die Möglichkeit gegeben, ältere Bilder einzureichen, aber ich wollte einfach mal was Neues einreichen, weil die älteren Character Designs haben mich jetzt nicht mehr so begeistert. Aber das ist ja oft so, ne? Also ich meine, im Endeffekt, du wächst ja auch mit jedem neuen Projekt, lernst neue Sachen dazu und es ist ja oft so, dass du dich dann auch dadurch in dem Zuge wandelst. Verbessert kann man, würde ich jetzt mal pauschal gar nicht so sagen, sondern neue Sachen entdeckst für dich, auch einen neuen Stil. Ist das richtig? Kann man das so sagen? Und darauf basierend dann natürlich auch neue Sachen ausprobieren willst. Ne? Also Genau. ich kenne das zum Beispiel bei meinen Arbeiten. Ich bin jetzt kein Illustrator, ich kann nicht zeichnen, nein. Aber ich Noch mache, nicht, das kann man ja. ja genau, werden wir dann noch sehen, muss man vielleicht mal beibringen. Aber im Endeffekt ist es so, wenn ich zum Beispiel Composings mache in Photoshop und sage, okay, ich möchte jetzt was Neues ausprobieren und rückblickend dann auf meine vorherigen Sachen schaue, dann denke ich mir oft, okay, also das war jetzt ganz okay, aber wenn ich das jetzt, wenn ich diesen Timelapse jetzt mir ansehe, 2 Jahre, also vor 2 Jahren versus jetzt, habe ich jetzt einen ganz anderen Stil entwickelt oder auch ganz andere Erkenntnisse gemacht im Thema Licht und Schatten. Und ich glaube, das ist bei dir wahrscheinlich genauso, oder? Dass du dann sagst, jetzt mal rückblickend, das Projekt war toll. Beispielsweise, vielleicht können wir mal diese Schwarz-Weiß-Serie von dir zeigen. Die finde ich nämlich auch super interessant. Genau, da Die hier, weiter unten, genau. genau, das finde ich nämlich auch super cool. Ja, Inktober, das war Zeichnung für Inktober. Also in jedem Oktober gibt es die Challenge und jeder macht jeden Tag eine Schwarz-Weiß-Zeichnung. Also muss nicht, aber man kann jeden Tag Schwarz-Weiß-Zeichnung machen. Das heißt, du hast Und dann über eine Woche oder sind es mehrere Tage gewesen ich glaube, hinweg? ich habe nach 3 Wochen aufgegeben oder so. Den ganzen Monat habe ich nicht geschafft. Ja, Du hast aber. wirklich schon also du hast dann wirklich 3 Wochen lang hintereinander diese Sachen eingegeben bzw. abgegeben und die dann auch in diesem Zeitraum erstellt oder hast du die schon im Voraus erstellt? Nein, ich habe die tatsächlich jeden Tag neu gezeichnet. Und Das ist manchmal, wenn natürlich, ich wusste, ich tipp mal habe. kurz hier drauf, Ja. das finde ich nämlich auch super cool. Ja, Ja. genau, also du hast die wirklich erstellt und dann auch dann wirklich jeden Tag gesagt, so, ich versuche es jetzt nur aufs Neue. Gab es denn da auch eine Themenstellung im Sinne von, außer Schwarz-Weiß, dass du dann irgendwas Bestimmtes abgeben musstest, oder? Nee, das kann jeder für sich selber bestimmen. Ich habe jetzt einfach das für mich festgelegt, dass ich schwarz-weiß und mit Linien arbeite, weil ich das wirklich selten mache. Ich arbeite gerne mit Flächen. Und es ist auch gut, dass ich jetzt das einmal durchgezogen habe, mit Linien zu arbeiten. Ja, ich finde, ab Cool. und zu soll man was ausprobieren, was nicht in der Komfortzone liegt. Ja, zum Beispiel der Instagram-Auftrag. Ich hätte den vielleicht nicht angenommen, wenn ich doof gewesen wäre. Ach Quatsch, das glaube ich jetzt gar nicht. Aber das ist auf jeden Fall sehr faszinierend. Ich sehe jetzt hier auch gerade im Chat, dass die ganzen lieben Zuschauer in der Community dir auch sehr viel Zuspruch geben. Susi schreibt zum Beispiel, das sieht super toll aus. Dankeschön. Julia, tolles Projekt, Percy. Und also wir haben hier so viele tolle Leute in der Community, die halt wirklich sagen, hier Designer-Auge sagt, sehr schöne Illustrationen. Und Stefan Görike, guten Hunger, hat ihn gerade geschrieben, er geht jetzt mal Mittagessen. Ja, sehr, sehr cool. Anzi schreibt auch, so mega cool. Also
Du siehst, die Leute sehen das genauso, du bist nicht der Einzige, aber das, ich meine, das ist ja auch klar, sonst würden wir jetzt auch nicht hier sitzen, wenn nicht viele Leute denken würden, dass es eine tolle Sache ist. Denn mir gefällt es persönlich auch. Ich habe ja dir schon gesagt, was mein Lieblingsbild ist. Vielleicht kannst du das mal kurz auch. Nämlich auch was Cooles dafür mitgebracht. Ich dir schon erzählt. Mal kurz Genau. runterscrollen. Oder war es gar nicht so weit Doch, es war ein unten? bisschen weiter Ja, unten. Ich glaube, das okay. war auf der rechten Seite müsste es sein. Beziehungsweise jetzt in der Mitte. Ne, weiß es gar nicht mehr. Also ich hatte es gestern noch gesehen. Es war relativ weit unten. Ja. Aber genau, Ja, Percy. also ich bin auch ein riesiger Manga-Anime-Fan. Ich bin durch Manga-Anime sogar zum Zeichnen gekommen, muss ich sagen. Da geht das Otaku-Herz auf, ne? Also das ist, wenn es darum geht, dann glaube ich, sind wir uns da wirklich sehr einig, dass Da, es das ist ja mein ja, Lieblingsbild. Finde ich unser super cool. Genau. Lieblings-Anime/Manga. Und ich habe da natürlich hier auch was mitgebracht aus der eigenen kleinen Sammlung, so als kleiner Fan. Ich weiß nicht, ob wir das mal hier hinstellen können. Ich guck mal. Nice. Und das so sieht. Na, der kann dann jetzt nämlich zugucken. Das ist für all die es nicht kennen, das ist aus der Manga-Serie One Piece. Ja, hat viele Jugendliche und junge Erwachsene und auch Damen natürlich geprägt, glaube ich. Ja. Du bist ja auch noch ein Riesenfan, nicht wahr? Also das Ja, ist immer so. noch. Also ich lese jeden Freitag neuesten Chapter. Ja? Und hast du auch noch andere? Also ich meine, das ist. Wann hast du angefangen, sagen wir es mal so, wann hast du angefangen, dich für Manga und Anime zu begeistern? Oh, schon. Ich kann dazu noch ganz viel erzählen, aber vielleicht erzähle ich das, während ich bisschen zeichne, damit es für die Das können wir Zuschauer natürlich machen, genau. nicht so Vielleicht gehen wir langweilig mal ist. rüber. Das ist eine gute Idee. Genau. Ich benutze hier Adobe Sketch und Genau, so das. als Aufwärmübung mache ich, ich denke mir da nicht wirklich was bei, ich mache einfach ein paar Formen und zeichne was rein. Danach machen wir was Richtiges. Danach machen wir es Richtiges. Ach Ja. so. Ja. Ja, also Adobe Sketch finde ich auch sehr, sehr cool. Vor allem jetzt mit dem iPad. Du hast jetzt das große iPad Pro, oder ist es Genau, das? das ist das Große. Genau, das ist ja das 12,7 Zoll, glaube ich. Und was mich da interessieren würde, du arbeitest jetzt mittlerweile tatsächlich hauptsächlich auch damit, kann das sein? Ja, Ja. tue ich. Und hast du auch mal eine Relation gezogen, also eine Schlussfolgerung, wo du sagst, okay, ich habe vielleicht auch mal mit dem Grafiktablett gearbeitet oder zum Beispiel wie die Eva auch mal mit dem Cintiq und hast dementsprechend gesagt, ja, das ist alles schön, aber das iPad Pro mit dem Pencil ist für mich umso besser. Oder war das eher so, dass du gesagt hast, ich bin da einfach total in love mit dem Ding und ich probiere das jetzt einfach aus und das ist genau meins? Es kommt, glaube ich, auf die Person an und was man damit vorhat. Ich weiß, dass Moritz zum Beispiel, der jetzt um 16 bis 18 Uhr dran ist, der macht sehr viel Vektorgrafiken. Ich glaube, dafür ist das iPad nicht so geeignet. Und für pixelbasierte Zeichnungen, Illustrationen finde ich für mich selbst das iPad vollkommen ausreichend. Und ein großer Pluspunkt für mich ist die Mobilität auf jeden Fall. Ich muss kein Laptop und zusätzlich noch Grafiktablet mitschleppen, wenn ich irgendwo hingehe. Einfach nur iPad und Pencil auf Ladekabel einstecken und ich kann überall zeichnen. Das ist sehr, sehr cool. Ja. Das ist super. Und du machst jetzt praktisch, ist das jetzt auch ähnlich zu dem, was von deinem Workflow her, wie die Eva sozusagen begonnen hat? Sie hat ja auch erst, Genau, ja. ja, Das also. wurde uns in Game Design beigebracht. Einfach Das ein ist paar heftig. Silhouetten, ohne irgendwas zu überlegen, aufs Papier zu klatschen und versuchen, irgendwas drinnen zu erkennen. Ich finde das auch eine gute Aufwärmübung, weil da muss man nicht so viel nachdenken und man lockert die Hand und dadurch geht die Scheu auch weg, was falsch zu machen. Das Ja. sieht doch auch schon mal sehr, sehr cool aus. Vor allem, also was ich jetzt so faszinierend finde, ist, dass du wirklich im Handumdrehen tatsächlich deine Pinselspitze praktisch auch mitbearbeitet hast, beziehungsweise verändern kannst. Und auch, soweit ich weiß, ist der Pencil nimmt ja auch wahr, wie du ihn neigst, richtig? Das heißt, dementsprechend passt er dann auch deinen Pinsel an. Und sind das jetzt zum Beispiel, also ich weiß jetzt gerade gar nicht auswendig, ob das ging, aber ich glaube schon. Hast du da Standard-Brushes, die du benutzt, oder hast du welche, die du dir selbst zusammengestellt hast?
Die Photoshop-Brushes kann man sich exportieren lassen und die weiterhin hier benutzen. Die Brushes, die ich momentan jetzt benutze, sind die Default-Brushes von Programm. Da sind auch schon echt coole dabei. Zum Beispiel von den Kai T. Webster. Bestimmt kennen manche von euch den auch. Der macht auch Photoshop-Brushes. Genau, die benutze ich momentan. Aber ich habe auch noch eigene Brushes, die ich über die Jahre von anderen Künstlern gesammelt habe. Also nicht meine eigenen, sondern eigene Sammlung. Aber Die benutze ich dann später noch. wäre doch mal eine Überlegung wert, vielleicht deine eigenen Brushes zu machen. Oder Ja, denkst du, ich habe dass. auch Ah, ein du hast paar welche. eigene, aber die sind für meinen eigenen Zweck ausreichend. Aber, also ich kann die auch freistellen, falls jemand interessiert ist. Ich habe mal einen Blätterbrush gemacht, weil ich nicht unbedingt jedes einzelne Blatt vom Baum zeichnen wollte. Ja gut, das ist natürlich klar. Ist Ja. ja auch hier ganz cool. Das erinnert mich jetzt so, das in der Mitte erinnert mich so ein bisschen an eine Katze. Na, das ist eigentlich Okay. ganz cool. Weiß nicht, was, ob du jetzt einfach drauf loszeichnest und dir dann im Nachhinein Gedanken darüber machst, was das sein könnte, oder ob du dann auch mit der Intention dran gehst zu sagen, ich mache jetzt einfach mal eine Katze, weil ich Bock drauf habe. Die Farbplexe, die waren einfach nur hingerotzt. Und jetzt schaue ich mal, wie man es retten kann. Ist es auch, kommt es oft vor bei dir, dass du sagst, okay, während deiner Warm-up-Phase entdeckst du aus den Formen, die du zeichnest, auch einfach Teile, die du direkt übernimmst? Bei der Eva war Ja, das jetzt auch so, auf jeden ja? Fall, ja. Das finde ich Falls natürlich. mir eine Form besonders gut gefällt, dann übernehme ich sie auch gerne und mache eine vollwertige Elo draus. Sehr schön. Sehr schön. Ja, also das nimmt auf jeden Fall schon mal ein bisschen Form an. So eine Ja. Mischung aus, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, so eine Mischung aus Katze und Frau. Okay, jetzt sieht es Catwoman. eher aus wie eine Frau, genau. Jetzt, ich glaube es auch eher an den beiden Öhrchen da. Sehr cool. Ich gucke mal jetzt kurz, was die liebe Community so ein bisschen dazu schreibt. Das ist nämlich immer ganz interessant. Ja, wenn ihr irgendwas drin seht und ich soll es reinzeichnen, einfach in den Chat schreiben. Das finde Und ich ich eine super versuche mein Idee. Bestes. Das finde ich eine super Idee. Gerade so in der Warm-up-Phase einfach zu sagen, hey, zeichne doch mal sowas. Ich glaube, das könnten wir ja auch tatsächlich dann später, wenn du das möchtest, auch so ein bisschen integrieren, dass wir auch mal ein paar Fragen stellen können, was ihr findet in der Community, wie ihr das seht, beziehungsweise ob ihr Ideen habt, wie man das Ganze weiterführen kann. Aber ich sehe jetzt zum Beispiel hier gerade, genau, ist jetzt so ein bisschen die kleine Debatte ausgebrochen zwischen Adobe Sketch und Adobe Photoshop. Genau, also Max Schiller schreibt auch gerade, Adobe Sketch ist tatsächlich auch nicht schlecht, leider nur weit weg vom richtigen Photoshop entfernt. Das stimmt natürlich zum Teil, und der liebe Tim, unser Moderator, hat ja auch schon zum Teil geantwortet. Ist natürlich aber auch ein anderer Verwendungszweck, ne? Also die Desktop-Variante ist ja natürlich nochmal eine ganz Ja. andere, ja, nicht unbedingt Liga, aber es hat einfach eine ganz andere Tiefe. Ne? Adobe Sketch ist ja auch eher, wie du jetzt machst, praktisch für den Anwender gedacht, der auch to go einfach immer bereit sein möchte und seine Inspiration direkt festhalten möchte. Und ich denke, auch jetzt von deinem Stil her sieht man, dass das auf jeden Fall wunderbar funktioniert. Das finde ich nämlich sehr, sehr klasse. Und genau, schauen wir uns doch mal an, was du jetzt da zauberst. Ich sehe schon, das ist ja echt Wahnsinn. Also du drehst tatsächlich auch oft einfach mal das Bild, wie ich jetzt Ja, sehe. genau, da sieht man vielleicht noch mal was anderes drin als davor. Das sieht jetzt so ein bisschen aus wie ein Stormtrooper für mich. Jetzt gerade, jetzt, Das okay. ist so ein kleiner Gartenzwerg, aber Achso, ja gut, ja. das lag jetzt eher an diesen beiden schwarzen Schatten, aber jetzt ja mit den Augen natürlich sieht es anders aus. Aber im ersten Blick. So ein kleiner böser Gartenzwerg. Das ist echt lustig. Und das heißt, ich sehe jetzt hier auch viele Flächen. Ist das für dich dann auch, also du hast jetzt praktisch angefangen, Flächen zu zeichnen, beziehungsweise auch dann so ein bisschen in Richtung Aquarell könnte man sagen, vom Stil her. Und jetzt gehst du ja auch so ein bisschen mehr in die Feinheiten, wie man sieht. Und du hast jetzt auch schon Beine gezeichnet zu dem kleinen tyrannischen Gartenzwerg mit seinen spitzen Zehen. Ist das für dich auch ein fester Prozess oder lässt du dich da einfach inspirieren und sagst, ich probiere aus? Nein, das ist kein fester Prozess. Manchmal probiere ich einfach Brushes aus und gucke mal, wie die funktionieren. Und dabei entstehen manchmal coole Formen und die benutze ich weiter. Und wenn nicht, dann kann man einfach einen Layer löschen. Das finde ich im digitalen Zeichenprozess auch sehr gut, dass man einfach mit zwei Fingern oder einmal tippen alles wegmachen kann. Das stimmt, ja. Also das, Zum Beispiel hier ja. die Arme.
Wie oft, also es kommt wahrscheinlich öfter vor, ne, dass du dann zum Beispiel Sachen siehst oder zeichnest und dann im Endeffekt merkst, okay, das passt jetzt nicht ganz zu der Idee, die ich jetzt im Endeffekt hatte und korrigierst dann nochmal nach. Ja, auf jeden Fall. Oder machst du das so ein bisschen auch wie die, ich sag mal, die klassischen Künstler, dass du einfach übermalst und sagst, ich mache jetzt aus dem was ganz Neues und nehme das Element, das ich jetzt gezeichnet habe, zum Beispiel diesen Arm, beziehungsweise jetzt dann hier mit der Schaufel, das ist echt ein teuflischer kleiner Gartenzwerg, und nimmst dann praktisch die Elemente, die du jetzt gezeichnet hast und baust die um. Beides. Beides. Ja. Kommt drauf an, wie ich gerade drauf bin. Es kommt darauf an, wie du gerade drauf Ja. bist, ja. Also okay. Das heißt, du lässt auch viel von deinen Emotionen mit einfließen. Ja, das auch. Ja. Zum Beispiel, wenn ich manchmal ein Lied höre und die Stimmung mich packt, da zeichne ich auch gerne was zu. Okay. Ja. Hast du, wenn ich jetzt mir nochmal deine bisherigen Arbeiten, die ich gesehen habe, Revue passieren lasse, hast du manchmal das Gefühl, dass du mit dem, was du bisher gemacht hast, unzufrieden bist, beziehungsweise dass du sagst, nee, das gefällt mir jetzt einfach alles gar nicht mehr, ich will was ganz, ganz Neues ausprobieren? Selten. Es gibt schon Fälle, wo ich meine Sachen nicht mehr gut finde. Mhm. Aber dann bleibe ich noch eher in der Schiene und versuche das zu verbessern, anstatt nochmal was ganz Neues auszuprobieren. Vielleicht kommt das nochmal irgendwann, wenn ich wirklich merke, ich komme damit nicht mehr weiter. Aber momentan habe ich das Gefühl noch nicht. Momentan hast du das Gefühl nicht. Aber das ist doch eine gute Sache. Im Endeffekt heißt das ja quasi, dass du zufrieden bist mit deinem Weg, mit dem, was du bisher nicht nur erreicht hast, sondern auch, ich würde fast sagen, wie du dich entwickelt hast. Und ja gut, ich sehe es ja auch hier, wie gesagt, jetzt hast du den jetzt wieder weggemacht, den Gartenzwerg. Ja. Hast du, du hast jetzt eine eigene Ebene daraus kreiert oder hast du jetzt den komplett weggemacht? Ich habe die andere Ebene gelöscht vorhin. Ah, okay. Ja. Okay. Und das machst du dann wirklich dann als Routine, deine Warm-up-Phase, dass du wirklich sagst, bevor ich mich an ein Projekt begebe, mache ich immer eine Warm-up-Phase. Oder hast du zum Beispiel auch mal Momente, wo du wirklich so einen Gedankenblitz hast und sagst, wow, also ich weiß jetzt ganz genau, was ich zeichne und kann direkt loslegen. Ja, das gibt auch. Und die Warm-up-Phase mache ich wirklich nur, wenn ich gar keine Ahnung habe und mal gucken. So auf Spaß einfach irgendwas zeichnen, vielleicht entwickelt sich da was draus. Ansonsten gehe ich schon mit einer konkrete oder schwammige Idee rein und dann. Dann machst du dann einen, also machst du praktisch wirklich die Ideenfindung während deinem Warm-up-Prozess. Ja, Das ist dann auch. so. Und, aber bei manchen Sachen, wo ich wirklich etwas gezielt darstellen möchte, da mache ich auch zuerst Recherche. Okay, jetzt habe ich erstmal genug Das ist genug Warm-up. rumgekritzelt. Jetzt sehe ich hier, das eine sieht so ein bisschen aus für mich wie so ein Pokémon, ne? Hier, das oben Moment. rechts sah jetzt gerade so aus. Dann. Ja, alles gut. Hast du, beziehungsweise hast du es jetzt nochmal geändert gehabt? Du hast so eine Art Dragoran oder sowas. Nee, Dragonier hieß es, glaube ich. Dratini, meinst du? Ja, Das genau. Und da gab Dicke. es noch diese Weiterentwicklung und Ja. dann sah das ja ein bisschen länger aus, die etwas längere türkise Schlange. Aber cool. Ja, Okay. genau. Okay, also jetzt bist du praktisch fertig mit Ja, deinem jetzt. Warm-up-Prozess und jetzt möchtest du praktisch jetzt schon losdenken. Ja, willst du mal vielleicht ein bisschen noch erzählen, was du heute gerne machen möchtest, was so dein Plan ist oder was wir jetzt die nächsten 3 Tage von dir sehen dürfen? Ja, gerne. Es gibt eine Gruppe auf Facebook, die heißt Character Design Challenge. Und jeden Monat gibt es ein anderes Thema. Jetzt diesen Monat ist Dragon Rider das Thema. Das ist echt cool, Geil. ja. Dragon Rider. Da wollte ich nochmal was unbedingt dazu zeichnen. Und da machen ganz viele Artists mit und posten da ihre Zeichnungen, ihre Illus, ihre Designs. Also lohnt sich, da reinzuschauen. Und ja, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, um die Illu anzufangen. Das Design. Das klingt super. Genau, ich habe da auch schon Du hast ja schon eine bisschen, Idee. ja, ich habe da Sehr, schon bisschen was zusammengestellt. Ich habe jetzt sehr cool. mit Absicht kein Bild von einem typisch europäischen Drachen genommen, weil die Gefahr dann da ist, dass ich mich zu sehr dran halte. Deswegen habe ich da auch eine Antilope, was eigentlich gar nicht reinpasst. Aber die Form finde ich schön. Ja, Vielleicht das ist auch gar nicht so abwegig, ne? Mit den wird da Hörnern was, und von ja. der eleganten Form ändert es ja schon so ein bisschen. Aber
Das finde ich jetzt ganz interessant, was du gesagt hast. Du nimmst, also du hast jetzt explizit keinen europäischen Drachen genommen. Es gibt ja einen Unterschied zwischen von dem Zeichenstil von europäischen Drachen und ich sag zum Beispiel mal asiatischen beziehungsweise chinesischen, japanischen Drachen, die ja eher wie so eine Art Schlange gebaut Genau, sind hier ist so genau, da sieht man das ja ganz eine schön. Statue von einer. Genau, und im Gegensatz dazu haben ja die europäischen Drachen eher so diesen Bauch, ne, so einen ganz großen Rumpf. Und sind auch tatsächlich von der Aufmachung her haben die ja viel weniger, ich sag mal jetzt nicht Details, aber die sind weniger verschnörkelt dargestellt. Ne? Also klar, in dem Bild, was du jetzt gezeigt hast, ist jetzt so dieses Typische, was man kennt, ne? Dass man auch irgendwie so als Souvenir mal kaufen kann oder auf irgendwelchen Bildern sieht. So der erinnert mich auch immer so bei Dragon Ball so ein bisschen an Shenlong. Ja, der Ist ja ist das der ganz typisch, was man asiatische so Drache, kennt. ja. Genau. Stimmt. Oder auch jetzt hier, drunter sehe ich jetzt auch diesen Löwen mit den tollen Schnörkeln und den Verzierungen. Das ist ja auch immer so ein Ding, was man oft vor chinesischen Restaurants sieht, ne? So Stimmt. als Eingang, Bewachende. genau, als der bewachende Löwe, der dann vor dem Eingang haust. Und du nimmst jetzt praktisch auch wirklich dann als Vorbild dann deine Bilder, die hast du dann nebendran vom Stil, ja. Genau. Und machst dann praktisch darauf basierend dann deine Zeichnung. Jetzt gucke ich mal gerade. Wir sind, glaube ich, ein bisschen nah dran. Magst du mal kurz rauszoomen? Ich glaube, wir sind ein Draußen, bisschen. hier? Ja. Ja, Ah, genau. okay, du hast jetzt tatsächlich nur deinen Flash. Wechselst du mal kurz auf deine Zeichenfläche? Das sind Ach, man noch. sieht gar nicht beides. Genau, man sieht jetzt gerade Ah. nur deine Bilder. Ach so, ich habe die nämlich beides nebeneinander. Ja, Aber, das habe ich so, nämlich auch gedacht, das okay. wird beides hier, aber tatsächlich wird wahrscheinlich dann nur das Aktuelle von dir bearbeitete, was du jetzt im Vordergrund hast, Okay, gemacht. gut. Aber Dann ziehe ich dann das. schaue ich mal gerade, was wir da machen können. Genau, das Vielleicht ist habe nämlich. ich. Kann ich das so machen? Sieht man jetzt beides? Jetzt sieht man beides. Ja, okay. Genau, super. Jetzt sieht man beides. Das heißt, so könntest du es machen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu viel Aufwand für dich, Nein, aber nein, passt ja, schon. solange man den Drachen da sieht. Jetzt gucke ich mal gerade. Genau. Meister der Sonne schreibt, das ist ja klasse, jetzt ist mal endlich ein Student da. Wir hatten tatsächlich auch schon ein paar andere Studenten vorher. Vielleicht haben wir es gar nicht so deklariert, aber oder du warst bei den Malen nicht dabei. Ja, aber das ist sehr cool. Das finde ich super cool, weil ich kümmere mich bei Adobe auch so ein bisschen um den Bereich Studenten und junge Kreative und deswegen finde ich das hier vor allen Dingen hier mit Percy eine coole Sache. Wir sind ja heute auch so ein bisschen wie Ninjas gekleidet, ne? In Schwarz. Ne? Und finde ich eine ganz coole Sache. Also gerade zu sagen, ich möchte einfach mal sehen, was junge Kreative machen. Gibt es da vielleicht auch einen Unterschied zu den Fortgeschritteneren, zu den Profis von der Herangehensweise oder auch von der Art, wie man das Ganze bewerkstelligt, auch vom Stil? Ich glaube, da gibt es auch ganz viele andere Einflüsse, die man dann da hat, ne? Je nachdem, wie man eben dann aufgewachsen ist. Du hast ja eben auch erzählt, Anime und Manga waren ja auch so deine erste Quelle der Inspiration sozusagen, bei denen du gesagt hast, zack, das ist echt Hammer, das probiere ich jetzt auch in irgendeiner Form. Das finde ich jetzt zum Beispiel super cool. Also was mir bei dir jetzt auffällt, ich finde immer, es gibt beim Zeichnen so zwei Arten von Leuten. Es gibt so die Leute, die jetzt wie du die Linien wirklich zeichnen. Und ich bin zum Beispiel, wie gesagt, ich kann nicht zeichnen, aber ich bin zum Beispiel der Typ, der das dann so schraffiert. Ne? Und ich kriege das oft gesagt, wenn ich irgendwas zeichne und dann zum Beispiel eine runde Form machen will und das so schraffiere, dass so ein bisschen so ein Cringe verursacht bei manchen Artists, ne? Die dann sagen, oh, du kannst das doch nicht so machen. Nein, das muss eine Linie sein. Aber genau, ich sehe ja auch, wie gesagt, du machst das ja auch so schön mit Linien. Und genau, Meister der Sonne, kein Problem. Du kannst ja auch immer im Nachgang, übrigens für alle, das ist ja praktisch jetzt hier ein Livestream, aber im Nachgang haben wir natürlich auch immer die Möglichkeit, sich das anzusehen auf YouTube, weil wir die ganzen Livestreams natürlich auch speichern und euch zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal einen Livestream verpasst habt oder sagt, ich möchte mir einfach mal angucken, was früher so lief zu verschiedenen Themen, habt ihr jederzeit die Möglichkeit, auf dem Adobe.de-Channel auf YouTube euch das Ganze anzusehen. Jetzt wollen wir mal was. Die Community ist heute sehr aktiv und schreibt auch sehr, sehr viel mit Oh. ganz vielen Texten, aber alles positiv, also überhaupt keine Angst. Die scheinen deinen Stil zu mögen, das finde ich tatsächlich auch sehr, sehr cool. Und genau. Ich hoffe jetzt, ich spreche das richtig aus.
Brotele, Brotherly, Blan oh Gott, ich kann den Namen nicht auswischen. Brotele, Platan. Entschuldigung für die Aussprache, falls ich es jetzt falsch gesagt habe. Fragt auf jeden Fall, warum speien die meisten Drachen denn Feuer? Der hier kann doch mal Seifenblasen oder Löwenzahnsamen speien, bitte. Gerne, Ja. das ist sehr gut. Sehr gute Idee. Das wäre doch mal auch eine Sache, Ja, ne? Zu sagen, okay, ist ein freundlicher Drache. genau. Und er hat sich halt verschluckt und ein bisschen Seife gegessen und kann jetzt einfach kein Feuer mehr Ja, spucken. so ein Duftspender-Drache ist auch schön, Das oder? wäre doch was, ein Ja. Duftspender-Drache. Oh, the Dragon. Und darf heute ein bisschen Drache für sie sein. Genau. Und du zeichnest jetzt praktisch erstmal deine Linien vor. Ich sehe auch, du hast auch tatsächlich viele überlappende Linien. Das heißt, du bist aber trotzdem auf einer Ebene jetzt, richtig? Ja, genau. Genau. Die Skizze, bei mir sieht die immer scheußlich aus. Also Du finde ich gar nicht. Nein, es nein. reicht, wenn ich für mich selber sehe, was welche Linien da im Zusammenhang zueinander stehen. Und ich habe auch schon mal von meinen Freunden gehört, dass die gar nichts drin erkennen. Also ist okay für mich. Also ich erkenne auf jeden Fall schon mal den Kopf und die Form. Also man sieht auf jeden Fall schon mal, dass es ein Drache ist und finde ich das auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool. Guckt auch schon ein bisschen böse. Ist mal Ja. gespannt, wie da die Seifenblasen sich mit dem machen. Der ist von den Ja, Thomas Böttcher Dragon schreibt auch. Rider. Die haben mich Entschuldige, nochmal. vergessen. Hier nochmal so eine kleine Silhouette von einer Person, weil es soll ja ein Dragon Rider sein. Ach stimmt, genau, der Dragon Rider. Da muss ich natürlich immer an, das habe ich dir eben auch schon erzählt, gell? Da muss ich immer so ein bisschen an Final Fantasy denken. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt, aber da gibt es ja auch immer diese Klasse, die man da wählen kann, der Dragoon. Das ist so eigentlich für mich der typische Drachenreiter, den ich so kenne, mit voller Wobei Rüstung. der tötet, glaube ich, Drachen, oder? Reitet der wirklich auch Drachen? Ja, ist ja, also ein Dragoon ist ja quasi ein Drachenzähmer. Ne? Also Drachenzähmer, das ja. heißt, also inkludiert ja eigentlich auch, dass er theoretisch sie reiten könnte. Weiß ich nicht, hab noch keinen gesehen. Wenn du mal einen siehst, sag mir Bescheid. Aber genau, also das ist so zumindest das, wie ich mir das immer vorstelle. Ne? So volle Montur, volle Rüstung, dann hier so eine drachenähnliche Form von Visier und dann immer seine Lanze, sein Speer. Das ist ja immer so das Typische, was man sich da Ja, sieht vorstellt. schon sehr badass aus. Oder hast du auch, hast du, gibt, ich weiß gar nicht, gibt es da auch viele Zeichnungen oder Skulpturen von Drachenreitern? Hast du sowas schon mal gesehen? In der, zum Beispiel jetzt in der asiatischen Kultur generell, beziehungsweise chinesischen zum Beispiel oder japanischen Kultur? Also Drachen sieht Fällt man mir ja oft. spontan nichts ein. Ich denke nicht. Aber ich bin da auch nicht so gut informiert, muss ich sagen. Schade, ich habe jetzt gedacht, du Ja. kannst mir ein bisschen Auskunft geben über Ja, tut mir leid. das Thema Drachenreiter. So. Ja, ich suche jetzt einen Brush, der keine fransigen Ecken hat, weil ich dabei bin, die Form zu definieren. Also ich mache zuerst die Skizze und danach fülle ich sozusagen die Form ein. Also danach mache ich mit Schwarz oder irgendeiner dunklen Farbe die Fläche. Das heißt aber, du machst jetzt nicht nur die Konturen, sondern du skizzierst tatsächlich komplett deinen Drachen, so wie du ihn dir jetzt gerade vorstellst oder so, für das Ausmaß, wo du sagst, das reicht für mich. Und daraufhin basierend kannst du dann die Flächen auch dann verknüpfen bzw. füllen. Ja, Genau. also ohne Probleme. Das heißt, du musst jetzt dich nicht auf verschiedene Flächen begrenzen, sondern kannst dann auch direkt mit dem Stift auswählen, wo du welche Fläche gekennzeichnet hast. Genau, ich zeichne jetzt sozusagen die Silhouette vom Drachen. Sehr schön. Ich gucke jetzt hier mal gerade, was wollte ich jetzt genau? Da hat jetzt jemand was ganz Cooles geschrieben gehabt. Und zwar, ich glaube, es ist ein der, genau. Ole Johann Christiansen schreibt, in der klassischen chinesischen Kultur sind Drachen gottgleiche Wesen. Da reitet niemand drauf. Jetzt haben wir es, jetzt Schön haben zu wir es. wissen. Danke für die Aufklärung. Schade. Wäre natürlich cool gewesen, so jemanden zu sehen. Aber ja, Meister der Sonne hat jetzt auch gerade nochmal gefragt, entschuldige, das habe ich jetzt gerade ein bisschen überlesen gehabt. Das Students Rap Programm, für alle, die es nicht kennen, es gab es tatsächlich früher mal, dass wir an den Universitäten
eine Art Stellvertreter bzw. Ambassador oder Advocate hatten aus den Studentenreihen, die sozusagen den anderen Studenten tolle Projekte gezeigt haben, beigebracht haben, auch immer so ein bisschen das Neueste, was gibt es jetzt bei Adobe für Projekte, das mit denen sozusagen zusammen durchgegangen ist und gesagt hat, hey, schaut euch das doch mal an, ich gebe euch mal so ein bisschen Anleitung, ein bisschen Hilfe. Das gab es tatsächlich früher, das gibt es im Moment tatsächlich nicht mehr. In dem Zusammenhang einfach, weil es leider sehr viele Probleme gibt in diesem Bezug, wenn es um öffentliche Universitäten geht vor allen Dingen. Also man muss sich natürlich vorstellen, öffentliche Universitäten sind natürlich Bildungseinrichtungen vom Staat, die in irgendeiner Form dann auch möglichst werbefrei bleiben wollen und sagen, wir sind vom Staat, das heißt, wir dürfen uns nicht beeinflussen lassen, im Gegensatz zum Beispiel zu den amerikanischen Pendants, bei denen das ja auch zum großen Teil sehr üblich ist, dass man da auch eben mit Marken kollaboriert. Und das hat leider zu sehr vielen Schwierigkeiten geführt, weil die Studenten tatsächlich einfach nicht ihre AG sozusagen, ihre Tutorials, ihre Mentoring-Sessions ausführen konnten. Und das war natürlich ein bisschen schade, weil im Endeffekt, wenn du keinen Raum zugestellt bekommst von der Universität oder es einfach heißt, ne, das wollen wir nicht, haben wir natürlich in dem Fall das Problem, dass wir niemanden zwingen können und vor allen Dingen auch nicht zwingen möchten. Und aus dem Grund haben wir das vorerst erstmal eingestellt, aber es sind tatsächlich noch Überlegungen da, das Ganze in einer anderen Form wieder aufleben zu lassen. Da kann ich dich auch gerne nochmal in irgendeiner Form auf dem Laufenden halten. Da kommt bestimmt auch demnächst was auf unserer Students-Seite auf adobe.com. Aber im Moment, wie gesagt, hast du natürlich vollkommen recht, ist es tatsächlich nicht der Fall. Und ich sehe jetzt hier auch gerade, der Percy hat jetzt hier schon. Lustig, ne? Jetzt eben hast du eigentlich einen eher detaillierten Drachen schon von der Form her gezeichnet. Jetzt hast du dich reduziert auf eine Fläche und hast jetzt quasi schon noch, also im Vergleich zum Anfang, wo du ja auch eher geschwungene Form genommen hast, hast du dich jetzt auch ein bisschen kantiger ausgedrückt, ne? Auch so ein bisschen, ich weiß jetzt noch nicht, wie es wird, deswegen kann ich es nicht sagen, aber ein bisschen flacher sieht das jetzt auch schon für mich aus. Ja, genau. Wenn man geschwungene Linien hat, sieht es meistens interessanter aus, wenn man dazu noch irgendwelche, zum Beispiel hier der Strich und hier der Strich, dass man das bisschen erdet, dass nicht ganz wegfliegt. Jetzt wollte ich nochmal, da gab es ein cooles Kommentar, das ich vorlesen wollte. Das hat mir nämlich ganz gut gefallen. Und zwar war das von. Na, ich suche es mal gerade raus. Genau, die Christine Görig schreibt nämlich, ich finde es toll zu sehen, dass Percy, also du, eigentlich genau die Methoden nutzt, die es immer schon gab. Das ist ja eigentlich auch genau das, ne? Also so ein bisschen Back to the Roots, mit neuer Verwendungsmöglichkeit, mit neuer Hardware sozusagen, neu ausgestattet. Percy 2.0. Aber das finde ich tatsächlich auch, ne? Also Freihandzeichen ist ja eine coole Sache. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Hast du auch mal eine Phase gehabt, wo du gesagt hast, ich gehe jetzt mal so ein bisschen weg vom Handzeichnen und versuche es mal mit der Maus zum Beispiel? Mit der Maus? Ja, gibt ja Nein. auch Leute, die das versuchen. Ich habe es einmal versucht, als ich Photoshop neu hatte, aber noch kein Graphic Tablet, da war ich so 14, da habe ich mit der Maus versucht, die ganzen Brushes auszuprobieren. Da gibt es ja ein Default Grass Brush, aber da war ich richtiger Fan von, habe ich mit der Maus über das ganze Canvas diesen Grass Brush benutzt, aber seitdem, nein, die Seitdem. Maus nicht, nein, das kann ich persönlich nicht. Vielleicht gibt es Leute, die da super mit der Maus sind, aber. Gut, es gibt ja auch Leute, die können mit Paint eine Mona Lisa zeichnen, Oh, ne? Also ja, mit der das stimmt, das Maus. stimmt. Gibt's Aber bestimmt, aber ja. hätte mich jetzt einfach mal interessiert. Wie ist das? Jetzt mal so eine Frage an die Community. Wie ist das mit euch? Was für eine Hardware nutzt ihr? Seid ihr mit der Maus am PC oder vielleicht auch wie Percy dann hier mit eurem iPad, mit eurem Tablet zugange und zeichnet dort eure Illustrationen, eure Grafiken? Oder seid ihr zum Beispiel wie die Eva jemand, die wir eben auch gesehen haben, der oder die ein Cintiq nutzt? Oder auch ein, wie hieß das andere? Intuos war es, gell? Intuos ist ja die, ich sag mal, die Grafiktablett-Variante ohne Bildschirm drauf von Wacom. Und das würde mich einfach mal interessieren. Könnt ihr uns ja mal in die Kommentare schreiben, dass
Das ist natürlich immer so eine Sache. Ich glaube nämlich immer, dass das gut verteilt ist, dass jeder so einen anderen, auch im Zuge von der Vielfältigkeit, von der Art, wie man herangeht, dass man da ganz viele verschiedene Stile hat. Aber das würde mich einfach mal interessieren. Gucken wir mal, was da gleich rauskommt. Und ich sehe jetzt auch schon, Da sind mickrige Beine. das ist ja ganz cool. Das ist der Drachen Dax. Drachen Corgi. Hat aber so ein bisschen was von Spyro, muss ich sagen. Kennst du das? Spyro Ja, von der PlayStation 1 noch, dieser der kleine. lange Drache? Genau, das war Ja. dieser kleine Drache, der Freche. Allerdings hat der natürlich jetzt hier auch so einen verlängerten Hals. Aber so von der Form herein, auch mit den kleinen Stummelbeinchen und den süßen kleinen Flügeln, auch in der kantigen Form, erinnert mich das so ein bisschen an Spyro. Ich muss jetzt meine Referenzen nochmal reinholen. Schau, siehst du, Michels 2 schreibt nämlich auch mit der Maus. Es gibt also tatsächlich Leute, die mit der Maus am PC arbeiten, aber Respekt. tatsächlich auch mit Grafiktablett jetzt für unseren Livestream. Alle Achtung, vielen Dank, das ehrt uns. Rufus schreibt auch so aus der Ecke da hinten mit Trackpad. Das ist natürlich die Königsklasse, ne? Deswegen hat auch Rufus dann seine Krone daneben dran in dem Chat, weil er natürlich mit Trackpad der absolute Meister ist. Oh, Ole schreibt schon, ich bin echt eine Plaudertasche. Entschuldigung, wenn ich also euch zu viel labere und ihr mehr von Percy hören wollt, dann meldet euch bitte. Aber ja, du kannst natürlich auch gerne, das ist natürlich gar nicht so abwegig. Ich finde nämlich auch, du könntest auch noch mal ein bisschen was erzählen zu dem Thema generell mit Challenges und worauf ich später noch mit dir eingehen möchte, ist natürlich auch so dieses Thema, du bist ja Stock-Contributor und das finde ich ganz interessant, weil Adobe Stock ist ja praktisch eine Plattform, bei der man sozusagen seine Stockbilder zur Verfügung stellen kann und sozusagen der breiten Masse kommerziell verfügbar machen kann. Man kann sich dann die Bilder, wenn man sie jetzt verkaufen möchte, verkaufen. Man kann sie auch frei zugänglich machen, je nachdem. Und ich finde das super interessant, weil man im Endeffekt eigentlich ja mit Stockbildern Fotografie verbindet. Und jetzt zu Ja, sagen, genau. Wenn man Stock-Images hört, also in meinem Freundeskreis denken wir als erstes an so einen Anzugsträger mit einer Salatschüssel, der gezwungen in die Kamera lächelt. ja, stimmt. Rufus lacht auch im Ja. Und dann Hintergrund. noch ganz dick das Wasserzeichen drüber. Ja, das sind die besten. Nein, Ja, das ist wirklich so, oder? Wenn Spaß. man irgendwie dann irgendwas eingibt im Internet und googelt oder nur nach Bildern sucht, dann diese fetten Wasserzeichen drüber und am besten dann noch irgendwie im Hintergrund das Office, ne? Ganz klassisch. Aber Ja. genau das finde ich sehr interessant. Wie kamst du dazu zu sagen, hey, Adobe Stock, das ist ja auch was für mich und es muss ja nicht nur Fotografie sein, Illustration ist ja eigentlich auch eine super interessante Ja, Sache. das wusste ich davor gar nicht, bis mich eine aus dem Adobe Stock Team in Berlin angeschrieben hat, die Aurore, und hat gefragt, ob ich Lust hatte, da meine Bilder anzubieten. Habe ich mal reingeschaut und es sind wirklich tolle Illustrationen drauf, hätte ich nicht gedacht. Und ja, da lade ich auch meine Bilder hoch, für die ich sonst keinen Verwendungszweck habe. Und ja, sonst liegen die einfach rum und sammeln digital Staub an. Und so finde ich es ganz gut, die anzubieten und eine alternative Einkommensquelle noch zu haben. Das ist also gerade für dich als Student ist das natürlich super optimal, ne? Also Ja. dass du dann wirklich sagst, du kannst dein Hobby nicht nur, also es ist ja eigentlich nicht nur dein Hobby, es ist ja schon eigentlich dein Nebenberuf quasi, ne? Mittlerweile, dass du das verbindest und sagst, hey, ich stelle das auch anderen zur Verfügung, die können das auch nutzen. Und wie gesagt, dieses Klischee von Fotografie und Stockbilder ist halt anscheinend nicht mehr so. Also ich kenne das auch von vielen anderen, die das so machen. Und ich muss aber auch sagen, ich kenne ganz viele von diesen typischen Stockfotografen, die man so kennt. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der lebt in Antalya am Strand und der macht nichts anderes, außer schöne Damen im Bikini zu fotografieren, wie sie dann halt da irgendwie dann posieren. Und das erscheint dann halt irgendwie in der nächsten Ausgabe von Aldi, Lidl und Co. Ne? So das typische Stockbild, was man so kennt. Aber deswegen finde ich es wirklich klasse, dass du sagst, ich mache das mal und es scheint ja auch gut zu funktionieren, ne? Also ich meine, du hast ja auch einen sehr, sehr schönen Stil, wie gesagt.
Das gefällt mir jetzt auch sehr gut. Und der Drache, der nimmt auch immer mehr Form an. Das wird langsam, ja. Ja. Ich gucke jetzt gerade nochmal, was unsere liebe Community schreibt. Anzi schreibt Photoshop mit Intuos Pro oder iPad Pro mit Procreate oder tatsächlich Photoshop mit AstroPad gespiegelt aufs iPad. Okay. Das sind auf jeden Fall viele Varianten. So kann man es auch machen. Einfach mal ein bisschen von allem was. Und Christine Görig ist mit allem dabei. Wacom, Hulon Grafiktablett, Lenovo Mix. Und ja, also Tony Teller, ist das vielleicht einer von deinen Toni Freunden? Teller? Tony Teller Ich schreibt, glaube nicht. ist mit der Kartoffel an den PC angeschlossen und los geht's. Das Oh. ist natürlich die beste Variante. Könnte vielleicht Das theoretisch auch. Hightech. Genau. Das ist vielleicht sogar die beste Variante, um das mal auszuprobieren. Kannst du auch jedenfalls schöne Stampform machen mit der Kartoffel. Daniela Kress fragt übrigens, ob es einen Link zu deinen Stockbildern gibt. Das können wir vielleicht später auch mal einfach zeigen, wenn wir das mal so kurz nochmal auf der Website zeigen können. Finde ich aber auch ganz interessant zu sehen, was du tatsächlich dann von dem, was du alles nach außen trägst oder beziehungsweise was du kreierst, was du dann tatsächlich dann für dich selbst entscheidest zu sagen, das möchte ich tatsächlich auf Adobe Stock machen. Ist das so, dass du alle deine Werke dahin lieferst oder dass du sagst, ich wähle mir was aus? Nicht alles. Zum Beispiel Bilder, die ich für ein Projekt selber noch brauche und ich nicht möchte, dass andere Leute die schon sehen, die lade ich natürlich dann nicht hoch. Aber zum Beispiel diese Character Design, zum Beispiel der Drache hier. Also wenn ich damit fertig bin, liegt es einfach nur rum, ich mache nichts mehr damit. Das zum Beispiel würde ich da hochladen. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Also dann, dass du auch dann tatsächlich für dich sagst, ich habe bestimmte Illustrationen, die ich dann trotzdem für mich selbst behalten will, und nicht alles dann direkt rausmachst. Aber das ist auch natürlich, Was? ich sehe jetzt hier übrigens gerade, das finde ich auch ganz cool. Das ist jetzt dein Dragon Rider, der kleine Schatten, jetzt, den du jetzt da Ja, genau. gemacht hast. Aber was ich noch dazu sagen wollte zu Stock Images, wenn man es hochlädt, heißt es nicht, dass man selber die Rechte nicht mehr hat. Ich habe da nochmal nachgefragt. Man kann immer noch die Bilder selber verkaufen als Print. Ja, Ja finde ich klar, auch gut. das ist ja auch nur logisch. Ich meine, im Endeffekt bist du ja der Lizenzgeber, ne? Du stellst ja nur deine Bilder auf der Plattform zur Verfügung, und sagst, ich biete das auf dieser Plattform an, ne? Als derjenige, der Urheber ist. Und das wäre natürlich schade, wenn du nicht die Möglichkeit hättest, das auf überall da, wo du es eben zeigen möchtest, zu zeigen. Klar. So, jetzt. Das habe ich eben gesehen, das hast du wieder weggemacht, aber du hattest eben diesen runden Kopf. Das hat mich jetzt Ja, tatsächlich. Kennst musste du? denn nicht. Nee, doch, ich fand den eigentlich ganz lustig. Okay. Nee, alles gut. Du hast, ich weiß nicht, ob du früher mal, ich meine, wie gesagt, wir sind ja so ziemlich ähnlich, was hier Manga und Anime angeht. Ich weiß nicht, ob du früher auch mal gespielt hast, so ein bisschen League of Legends oder sowas in die Richtung. Habe ich noch vor letzten Monat noch ein bisschen reingeguckt. Ja, ich bin aber schlecht. Ich bin nur ein Silber-Noob. Ach Quatsch, alles gut, alles gut. Ich bin da auch nicht besser, aber ich fand das immer ganz lustig zu spielen. Und das hat mich jetzt gerade an diese kleine Mumie erinnert, Amumu, mit dem Amumu. großen Kopf. Ah, Ne? Der war nämlich ganz süß. ja. Aber lustig. Ja, das ist natürlich eine coole Sache, wenn man hier sich mit jemandem unterhält, der gleiche Hobbys hat und gleiche Interessen, dann macht das natürlich super viel Spaß. Aber schauen wir mal weiter. Jetzt. Das sieht aus wie, das hat jetzt eben ausgesehen wie Astro Boy, so ein bisschen. Mit diesem, ne? Diese Ja. Spitze auf dem Kopf. Das ist ganz cool. Ich finde das echt faszinierend, wie viele verschiedene Formen das bei dir jetzt annehmen kann, obwohl du gar nicht so viel veränderst. Ne? Ich gucke erstmal, dass die Form stimmt, dass es Spaß macht, die anzugucken. Noch gar nicht genau, was es sein soll. Also das kann entweder der Kopf hier sein. Ich weiß gar nicht, ob man sieht, wo ich mit dem Stift hingehe. Also das kann entweder der Kopf sein oder die Schulter. Weiß ich noch nicht genau. Aber Hauptsache, die Form sieht erstmal interessant aus. Ja, das ist echt sehr faszinierend, finde ich. Ja, nochmal, um auf Animes und Mangas zurückzukommen. Also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt noch in den Anime-Mangas hier drin bin. Wenn man Anime-Manga hört, hat man ja bestimmt einen Stil im Kopf. Und zwar, weil damals, als ich mich fürs Game Design in Berlin beworben habe, haben die
davon abgeraten. Also ich sehe, warum. Weil in Anime die Gesichter teilweise sehr ähnlich aussehen können und manche haben eben die Schwierigkeit, da von wegzukommen. Habe ich tatsächlich am Anfang auch gehabt und musste ganz viele Gesichter dann zeichnen, dass ich dieses Schema so aufbreche und mehr Variation reinbringe. Das Ja. finde ich tatsächlich sehr interessant, weil da hast du natürlich vollkommen recht, wenn man sich so den typischen Manga oder Anime vorstellt, ne? Du hast natürlich dann immer so eine Jawline sozusagen, große Kulleraugen und also bei den Frauen zumindest, ne? Es gibt natürlich auch andere Stile, wie jetzt wie zum Beispiel hier bei One Piece ist es ja auch oft so, dass du einfach nur so einen Punkt hast, ne? Oder ganz simple Augen. Aber ja, total richtig. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend, dass man, also vor allem, dass du sagst, du bist davon weggekommen. Weil ich es ja auch oft erlebe, also ich habe ein paar Manga-Zeichner bei mir in meinem Freundeskreis und die bleiben tatsächlich oft ihrem Stil treu. Ne, die haben dann so ihren eigenen Stil, den sie aus dem Nachzeichnen von verschiedenen anderen Stilen entwickelt haben, aber es ist natürlich trotzdem diese Standard-Manga, ne, den man so kennt, mit spitzen Nasen, kleine spitze Nasen, strong Jawline und natürlich die ne, zerfransten Haare, die trotz Wind und Wetter immer halten, ne, so Drei-Wettertaft-mäßig. Das fand ich immer super faszinierend, deswegen habe ich auch eine tolle, ne, weil ich immer so ein Fan war von nach oben stehenden Haaren. Ich hatte vor einer Woche noch so blaugrüne Haare. Die hättest du unbedingt lassen Nein, müssen. aber ich hatte Schade. Angst, dass vom Greenscreen so Ach, mein halber Kopf gut, das stimmt natürlich. Das hätte ich aber jetzt auch lustig gefunden, wenn verschwindet. irgendwie in der Mitte einfach das weg wäre. Nein, das Ja. glaube ich aber nicht. Also, gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Jetzt hat dein Dragon Rider schon eine etwas markantere Form angenommen, die ein bisschen stärker ist. Und dann. So. Jetzt bin ich so grob mit der Form fertig und jetzt locke ich den Layer. Das heißt, also hier heißt es Paint Inside, aber in Photoshop heißt es Opacity Lock, dass man nur in der gezeichneten Fläche mal zeichnet. Ja, und genau. Jetzt füge ich so langsam die Farben ein. Oh, ups. Jetzt drehst du den Stream, ja. Das finde ich auch so cool. Nee, nee, also nicht am Bildschirm, Also, sondern okay. jetzt tut er, ich habe nur kommentiert, was du gemacht hast. Plantain, ich kann es immer noch nicht aussprechen. Entschuldige vielmals, wenn ich das jetzt schon wieder falsch ausspreche. Brotteile. Broteile. Danke, Rufus. Broteile. Platane, Plantain, schreibt bisschen reingeschaut bei LOL. Also League of Legends. Und er schreibt Oje. das Klassische, ne? Also ein bisschen Flame und dann bei Bronze 3 aufhören. Das war einfach Der so, kennt ja. sich aus. Ja, das ist auch tatsächlich einer der Gründe gewesen, weswegen ich dann, wahrscheinlich hast du auch deswegen auch mit aufgehört, ne? Also die Community da ist so ein bisschen toxic, ne? Die. Ja, ich spiele teilweise mit meinem Bruder, der ist toxic. Ja? Ja, der flankt mich so. Wir sitzen am Tisch und der flankt. Ja, dann kommen immer so Kommentare, ne? Report den, report den, wenn man dann selbst nichts auf die Reihe kriegt. Aber ja, ich war tatsächlich auch gar nicht gut. Also ich war, glaube ich, das Beste, was ich mal geschafft habe, war irgendwie Gold 5 oder so. So, Angeber. das ist ja nix. Gold 5, das ist ja nix. Aber das fand ich immer ganz interessant, weil aber auch das Artwork, und das fand ich jetzt zum Beispiel auch bei der Eva, was wir eben gesehen haben, das hast du ja auch eben zum Teil mitbekommen. Das Artwork ist halt auch etwas gewesen, was sich phänomenal gewandelt hat bei League of Legends. Ja, Ja, also ja. das war früher war das ja sehr, ich würde sagen, naturbelassen. Ne? Also die Figuren, die man Das so, hast du schön ja, die gesagt. Figuren, die man da gesehen hat, diese Bilder, die waren dann von den Figuren, die waren halt sehr, sehr natürlich gezeichnet. Also bei Timo zum Beispiel war das halt oft so, der hat da auf so einer Wiese gesessen und hat gesagt, okay, das ist so ein kleiner Hamster, voll süß. Dabei hat er halt so Giftpfeile immer gehabt. Und die jetzigen Designs, die sind halt echt, echt cool geworden. Also Riot Games macht da halt auf jeden Fall was richtig, aber ich finde auch gerade von der Eva diese Hearthstone-Geschichten, das finde ich auch super interessant. Ja, ich habe Hearthstone kurz gespielt und eine Karte kannte ich tatsächlich von ihr. Da war ich auch ein bisschen, boah, so überrascht. Cool. Das ist auf jeden Fall, ja, also Hearthstone ist auf jeden Fall etwas, was ich auch gerne gespielt habe. So Mobile finde ich auch cool, dass auch immer mehr kommt an Content, was man da machen kann. Auch jetzt, also nicht nur in der Gaming, sondern vor allem Dingen auch hier von uns, von Adobe. Also mein Favorite, der neueste Favorite, den ich habe, ist der Lightroom CC, das neue. Gut,
wirst du jetzt wahrscheinlich nicht allzu viel mit anfangen können, aber für Leute, die gerne fotografieren und schnell eben auch mobile bearbeiten, so wie du das jetzt von deinem Workflow her machst und sagst, ich möchte gern von überall aus zeichnen können, meine Inspiration niederlassen können, so ist das eben auch das Pendant, sage ich mal, bei Lightroom CC, was ja auch sehr cloud-basiert ist. Das heißt, du kannst am PC, iPad, am Handy, egal wo du gerade bist, solange du halt eben diese App auf deinem Gerät hast, kannst du halt eben auf deine Cloud zugreifen, auf deine Bibliothek und von da aus einfach deine Bilder dir sozusagen ansehen, bearbeiten und es wird direkt abgespeichert. Ne? Keine Angst, ich habe die Uhr im Blick, du hast noch genug Zeit. Ich habe eben selber kurz geguckt. Ja, wenn wir nicht fertig werden, machen wir morgen Ja, weiter. wir haben ja noch 3 Tage insgesamt, ne? Also das ist überhaupt kein Problem. Aber ich finde das ist natürlich jetzt auch eine coole Sache. Vielleicht erzählst du mal, was du jetzt gerade machst. Von den Schattierungen, sage ich jetzt mal, ich will es jetzt nicht falsch sagen, wie du das jetzt Ja, gewandelt hast. es soll ja ein Duftspender-Drache sein. Da dachte ich, ich mache mal ein bisschen freundlichere Farben. Du hast das jetzt tatsächlich übernommen, ja, der Duftspender. Ach so, Das das heißt, ja. da oben ist gar kein Drachenreiter, sondern es ist so ein Knopf. Das beides. Das ist beides. Ja, Du jetzt hast du es sollst, schon entschuldige, das, ja. gerade. Wir werden ja noch sehen, dass, liebe Zuschauer, bitte einfach die letzten 15 Sekunden vergessen. Tut so, als ob ihr das nicht gehört habt. Percy wird dann grandios später einfach zeigen, was er da Tolles in dem Schatten verborgen hat. Genau, hier, Just Wiesel schreibt auch lila. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich neugierig bin. Du bist gespannt, ob du neugierig wirst. Genau. Tony Teller schreibt nämlich auch jetzt auch nochmal ganz kurz zu der Frage, warum sind eigentlich manche Adobe-App-Logos abgerundet und manche nicht? Das ist tatsächlich so, wie Tim auch geschrieben hat, die neueren Apps, gerade die neuen, die auch im Pendant zu anderen Apps, die ähnlich aussehen, stehen, sind abgerundet. Das ist auch das neuere Design. Es gibt ja Lightroom CC und Lightroom Classic CC und das Classic CC war ehemals Lightroom CC. Sehr verwirrend, ich weiß, aber im Grunde ist es ganz einfach. Du hast zwei verschiedene Lightroom CC-Varianten, die auf verschiedene Workflow-Möglichkeiten abzielen. Das eine ist eher Desktop-basierend, wo man eher den Fokus drauf legt, manuell seine Sachen zu organisieren, zu speichern, zu teilen und zu bearbeiten. Und Lightroom CC, das Neue, ist halt wirklich mit dem Cloud-Hintergrund, dass man wirklich von überall aus seine Projekte bewerkstelligen kann. Nichtsdestotrotz kannst du natürlich über beides hinweg deine Arbeiten gleichermaßen bearbeiten. Was aber natürlich ein cooles Feature ist, das gibt es auch bei ganz vielen anderen Apps, sage ich jetzt mal, oder Programmen, ist die Kopplung bei dem neuen Lightroom CC mit Adobe Sensei. Das ist so die hauseigene künstliche Intelligenz von Adobe. Und Das das ist. wirklich Adobe Sensei. Ja, der ist Adobe Sensei. Passt ganz gut zum Thema, ne? Also hier unsere beiden, wir beiden Ninjas und unser Sensei oben. Aber ist echt cool, weil das nämlich so eine künstliche Intelligenz ist, die praktisch dir ganz viel Arbeit abnimmt bei der Suche, ne? Also was sie praktisch macht, ist, deine Bilder zu analysieren und zu sagen, hey, ich habe jetzt dieses Bild als ein Bild mit einem Gebäude drauf erkannt und dementsprechend tagge ich jetzt dieses Bild mit all den Sachen, die ich jetzt hier drauf erkannt habe. Ob es jetzt Gebäude ist, wenn da eine Frau ist, ob da eine Frau drauf ist, ob da ein Mensch drauf ist, ob das wirklich nur Architektur ist. Und dementsprechend braucht man gar nicht mehr so wirklich seine Bilder oder Illustrationen, was auch immer man bei Lightroom CC hochlädt, braucht man gar nicht mehr zu taggen, weil es automatisch im Hintergrund gemacht wird. Und das ist eigentlich ganz cool, nimmt einem auch viel Arbeit beim Organisieren ab, aber nur mal so am Rande. Und genau, und Ansi schreibt jetzt auch gerade in Bezug auf das, was Editienne vorher geschrieben hat, ist auch ein cooler Name, Editienne, so also wie Edit, ja, Editieren. nicht Etienne, sondern Editienne. Als Pan. Genau, ist die Kontur des Drachen ausgewählt? Die Kanten sind ja gleich scharf, man sieht das ja gar nicht so richtig. Das ist. Was nicht, ich schalte das nochmal aus. Das habe ich vorhin gemacht. Und der Layer ist jetzt gelockt. Das heißt, ich kann nur in die schwarze Fläche reinmalen. Und ja, da habe ich jetzt die Farben reingemalt. Ich kann nicht über das Schwarze rein, über den schwarzen Rand. Und die Skizze darüber, die schalte ich jetzt erstmal aus. Und ja, jetzt sieht der Drache erstmal so aus. Das ist cool. Du sparst dir praktisch den Schritt, den du jetzt eigentlich bei Photoshop ja machen würdest und sagen würdest, okay,
Müsstest du ja auch dann praktisch deine Auswahl locken und dann sagen, okay, bitte nur in diesem Bereich will ich sozusagen meine Sachen bearbeiten. Und kannst das hier praktisch mit einem Knopfdruck direkt machen und sagen, so, Ja, das genau, ist. das ist ziemlich das gleiche wie Ja? Opacity Lock und das hier Paint Inside. Ja. Und wenn ich das aus habe, da Mhm. mache ich halt über die Silhouette und wenn ich das anschalte, dann geht es nur innerhalb. Das ist echt cool. Spart dir natürlich auch viel Arbeit, ne? Also wenn du deine Form einmal hast, zu sagen, okay, darauf basiert mache ich das. Bei dem einen Video, das du hochgeladen hast auf Instagram zu deinem Monet's Pond, ne? Also hier diese Titanic, japanische Titanic-Fassung, hast du ja auch eben das Video hochgeladen, also dein Zeitraffer-Video, wie du das Ganze bearbeitet hast. Da hast du es allerdings ein bisschen anders gemacht, kann das sein? Ja, bei Character Designs wie hier und Illustrationen mit Hintergründen mache ich das ein bisschen anders. Dort setze ich nochmal Bilder rein, die ich in Real Life mit Farben gemacht habe und mache den Layer auf Multiply oder Overlay, damit interessante Effekte entstehen. Also ich nehme da, ich recycle da meine Gemälde, die ich in der Uni gemacht habe. Ja, und dadurch sieht es auch ein bisschen so aus, als wären an manchen Stellen, als wäre es an manchen Stellen gemalt, traditionell. Aber das finde ich gar nicht so schlecht. Also das finde ich ja ganz im Gegenteil, finde ich eigentlich ganz cool, weil es hier dann auch gerade deinen Bildern diesen Aquarell-Look, ich will jetzt nicht sagen Aquarell-Look, aber ich finde, für mich sieht das so ein bisschen aquarellmäßig aus, ne? Also wirklich sehr, sehr weiche Übergänge, trotz kontrastreicher Farben, und das finde ich schon ganz schön. Hatte auch einfach dieses typische. Von diesem Stil jetzt gerade bei diesem einen Bild ist das ja auch so dieses Typische, was man auch als Artwork gerne mal erwartet. Ne? Wenn man sagt, okay, zum Beispiel wieder beim Thema Spiele, ne? Wenn du dir jetzt irgendwie ein Spiel kaufst, Final Fantasy oder so, und dann würdest du zum Beispiel dann irgendwie so ein Artwork dabei gelegt bekommen, ist es ja auch oft in diesem Stil so gemacht. Ne? Und das finde ich super schön, weil es das spiegelt einfach ganz, ganz gut die Emotionen wieder, die das Bild ausdrücken soll. Und ich sehe das jetzt auch hier Stimmt. bei deinem Drachen, der nimmt jetzt auch schon immer mehr Form an. Ja, der kriegt jetzt seine Äuglein. Ja, das ist jetzt ja praktisch eine Mischung. Jetzt hast du ja quasi, die obere Hälfte ist jetzt japanisch und die untere Hälfte ist jetzt europäisch. Also ist das so Ja, ein es ist bisschen. ein Interracial-Drache. Ach so. Ich hätte jetzt gesagt, er ist einfach eingewandert. So vor 5 Jahren ist er nach Deutschland gekommen und hat gesagt, okay, es reicht jetzt. Ich hole mir jetzt ein bisschen Bier und Weißwürste und das gefällt mir. Aber cool. Sehr, sehr cool. Ja, Just Weasel gefällt das nämlich auch. Schreibt nämlich auch Again What Learned. Sehr schöne Methode. Danke, Ja. freut mich. Genau. So. Was haben wir denn hier Schönes? Ja, das ist eine Sache, das fällt mir jetzt auch bei dir auf. Du fängst nämlich auch mit diesem. Sorry. Jetzt hast du es wieder entfernt eben, aber als du eben angefangen hattest, nee, alles gut, hast du nämlich auch angefangen, das Gesicht zu zeichnen. Ne? Und das ist ja mit eines der schwierigsten Sachen, die man macht. Ne? Also man sagt ja, also gerade bei der künstlichen, Entschuldigung, bei der klassischen Zeichnung ist es ja oft so, dass man sagt, okay, gerade Gesicht, Proportionen und Hände und Füße sind so das, was eigentlich am schwierigsten zu Ja, zeichnen ist, nicht? finde ich auch. Was ist das bei dir generell, wo du sagst, also jetzt gerade bei deinen Illustrationen, da wo du sagst, da hast du am meisten vielleicht üben müssen oder hast du dich am meisten mit beschäftigen müssen, damit du sagen konntest, das ist jetzt genauso, wie ich es mir vorgestellt habe? Hände, wobei ich jetzt immer noch nicht gleich beim ersten Versuch das hinbekomme, weil Hände waren immer schwierig und früher kennt der eine oder andere von euch, der Charakter hat die Hände hinterm Rücken oder in Jackentaschen. Ja, das war bei mir auch so, bis ich mich dazu gezwungen hat, die wirklich zu üben. Und einfach mal ein paar Seiten Hände gezeichnet. Und ja, so lernt man auch Sachen zu zeichnen. Einfach stumpf abzeichnen und beobachten, gucken, wo es anfängt, wo es aufhört. Das heißt, was war so dein Hauptproblem? Waren deine Hände zu groß oder zu unförmig? Oder was war das, wo du gesagt hast, das Nein, hat mir nicht es waren so gefallen? viele Finger auf einmal. Ich Zu finde viele Finger. die Hand sieht cool aus, wenn ich vier Finger zeichne. Aber wenn ich fünf Finger zeichne, ist es so gequetscht. Und ja,
Warum können nicht alle vier Finger haben? Wenn man bei meinen Character Designs genau hinguckt, haben die meistens auch nur vier Finger. Oder du versteckst sie dann irgendwie ganz, ganz schlau dann irgendwie hinterm Rücken, ja? Oder? Muss nur natürlich aussehen, dann fällt es nicht auf. Aber das finde ich interessant. Das finde ich sehr interessant. Entschuldigung. Und ich hätte jetzt ja gedacht, vielleicht hättest du irgendwie so dieses typische dicke Daumen-Syndrom gehabt, dass man irgendwie dann anfängt, seine Finger zu zeichnen und dann ist aber der Daumen so überdimensional, ne? So, dass du dann wirklich dann Ja. auf dem Quetschen hast. Aber das ist ja bei dir gar nicht der Fall. Der Drache. Der Drache. Ich finde es generell immer fast, also Entschuldigung, du wolltest was sagen? Na, ich wollte nur sagen, dass es gerade ein bisschen schleppend vorangeht, weil ich suche einen bestimmten Brush, den ich auf dem PC sonst benutze. Du bist wahrscheinlich schon zehnmal weiter, als ich jetzt gewesen wäre. Ich wäre wahrscheinlich noch bei Schraffieren. Ne? Erstmal den Umriss schraffieren und dann, ja. ja. Und du hättest wahrscheinlich im Hintergrund gestanden und gesagt, okay. Danke, ich habe meine Oma im Auto vergessen. Ich muss leider weg. Sowas um den Dreh. Nee, also ich finde, du kommst super voran. Was ich halt immer so faszinierend finde, dass man echt wirklich auch ohne Konturen zeichnen zu müssen, dass man dann wirklich trotzdem Flächen und dreidimensionale Objekte mit Schattierungen und Verläufen, mit Farbverläufen vor allen Dingen dann auch einfach zeigen kann. Das ist etwas, was so ich als Nichtzeichner immer faszinierend finde, sich dann auch wirklich Gedanken zu machen, wie ist es realistisch gesehen vom Licht? Ne? Also Licht und Schatten spielt ja immer ganz viel, eine ganz große Rolle, sagen wir es mal so, in diesem Bereich, auch bei der Fotografie. Deswegen finde ich das immer faszinierend, dass man sich dann wirklich bildlich vorstellen kann. Und ich sehe das ja auch bei dir, dass das echt super aussieht, dass du dir wirklich Danke, bildlich ja. vorstellen kannst, wie das Ganze aussehen muss. Hast du, das wäre jetzt meine Frage an dich, hast du im Hinterkopf immer eine bestimmte, ich sag mal, Ausleuchtungsrichtung, dass du dir sagst, davon von dieser Seite, ich stelle mir mal vor, auf der anderen Seite des Bildes wäre halt die Sonne irgendwie dann Ja. links oder rechts. Was ist das bei dir? Ich schummel da ein bisschen. Ach, du Deshalb, schummelst da was. deshalb benutze ich den Color Dodge Layer Modus in Photoshop sehr auch häufig. Also ich zeige mal ein Beispiel ganz kurz. Mach das gerne. Zum Beispiel hier das Bild. Der Dude mit dem Hund auf dem Skateboard. Da habe ich tatsächlich zuerst fast alles dunkel gezeichnet, die hellen Flächen hier vorne und hinten waren gar nicht drin. Und als ich das Bild sozusagen fast fertig in dunkel ohne Licht gezeichnet habe, habe ich danach erst das Licht reingesetzt mit dem Color Dodge Modus in Photoshop. Habe ich einfach so rübergezogen mit Gelb oder Das ist ähnlichem. natürlich eine coole Methode. Ja gut, also ich meine mittlerweile, das ist ja natürlich so gedacht, ne? Dass du halt eben gerade bei Photoshop und bei Photoshop Sketch. Ja, da muss man halt noch aufpassen, wo das Licht hinfällt. Zum Beispiel hier hinten die beiden Personen, die werfen Schatten. Oder Klar. hier ganz kurz, das Licht bricht, also der Lichtstrahl geht so ein bisschen runter. Das geht bei Adobe Sketch geht das dann auch, ne? Oder? Bei Adobe Sketch, da habe ich es noch gar nicht ausprobiert. Wäre mal eine Überlegung, ne? Also Weil ich probiere es kurz ja, mach mal. das mal. Also bei Photoshop kenne ich das zwar, aber bei Adobe Sketch habe ich mir jetzt gerade tatsächlich überlegt, da ist ja auch Color das. Dodge gibt es nicht, aber Screen, vielleicht funktioniert der auch. Moment, ich versuch's mal. Klar, mach das mal. Das fände ich nämlich jetzt immer interessant zu sehen, ob du das auch, ne, mobil machen kannst, wenn du unterwegs bist und sagen kannst, hey, so, ich habe jetzt meinen Drachen, der hat übrigens ein sehr schönes Gesicht, wie man sieht. Das sieht super fantastisch aus. Ich habe jetzt hier den und möchte natürlich mit dem jetzt auch, ich möchte den auch in die Sonne entlassen, ne, so Game of Thrones mäßig. Doch, es funktioniert. Teilweise. Es ist nicht ganz der Effekt, aber es geht. Ja, ich sehe es, ich sehe es. Und zum Beispiel, wenn das Licht von links jetzt kommen würde, würde ich einfach mal spontan die Flächen hell machen. Michels 2 fragt nochmal, was für ein Modus. Vielleicht kannst du das nochmal. Also hier ist es Screen, steht hier, aber im Photoshop heißt der Color Dodge. Color Dodge. Genau, und hier ist er ein bisschen anders, gell? Hier ist einfach nur Ja. Screen, Ja, Blend oder Mode und dann Screen, oder? Overlay, da macht die Farbe ein bisschen kräftiger. Light, ja. Ich glaube, Screen funktioniert hier am besten. Gut, bei Photoshop ist es ja das Klassische, du hast dann deine
bei den Ebenen eben die Ebeneneinstellungen, dann kannst du da Color Dodge einstellen. Und hier, das finde ich interessant, Blend Mode, dass es hier auch anders heißt. Das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen bei Adobe Sketch. Gut, ich bin auch noch nicht so tief drin bei Adobe Sketch. Das ist auch den Zeichnern überlassen, die es auch können. Nicht so wie ich. Ah. Reden kann ich viel, zeichnen nicht, nein. Genau, Tim schreibt auch nochmal, Screen ist quasi negativ multiplizieren. Das ist auch, das stimmt tatsächlich, ja. Ist manchmal auch ein bisschen kompliziert, ne? Weil was die Übersetzung angeht, das ist nämlich nicht immer das ist, für das es man hält, für das man es hält. Ne? Ja, das finde ich doch schon mal ganz cool. Ne? Also trotzdem diese Übergänge, wie gesagt, und obwohl du jetzt ganz simple Übergänge verwendet hast, beziehungsweise auch simple Brushes und gar nicht mal so ins Detail gegangen bist, erkennt man trotzdem die Form im dreidimensionalen und merkt, was es sein soll, dass es eben nicht zu flach ist. Das finde ich halt echt cool bei dir. Genau, ich mache wie in der einen Illustration eben mit dem Skater erstmal einfach ohne Licht und danach haue ich das Licht drauf. Das ist einfacher für mich. Ja, jetzt musste ich nochmal schauen, wie so ein Echsenkopf ungefähr aussieht. Da habe ich jetzt das Nebenmann aufgemacht. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier quasi, so wie ich das gesehen habe, bisher sind es so drei, vier Elemente, die du jetzt hauptsächlich übernommen hast, oder? Von deiner Inspiration. Einmal der Ja. asiatische Drache, was noch? Die Echse. Und hier oben das Gesicht bisschen mit diesem offenen Maul. Ja, von der Antilope habe ich jetzt gar nichts drin. Und hier bei den zwei Da ist die Reiter Eleganz. unten Da ist die Eleganz. habe ich bisschen diese Tücher bei dem Charakter oben übernommen. Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das äußern wird hier mit unserem Drachenreiter, wie der da jetzt aussehen wird. Aber das sieht doch schon mal super cool aus. Danke, danke. Dann, dann, dann. Jetzt schauen wir mal kurz. Anzi hat auch eben geschrieben zum Thema mit was fällt einem schwer beim Zeichnen. Hat auch geschrieben, bei Händen habe ich das auch oft, aber dann versuche ich meine als Modell zu nehmen und fotografiere es und zeichne es nach. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja, Genau. das Problem ist, wenn du die von hier zeichnen musst, da verrenkelt man sich oder. Ja, aus irgendeiner Position habe ich es mal versucht und es ging gar nicht. Da musste ich, weiß nicht, war, habe ich irgendwie so gemacht Okay, und dann so. nochmal auf dem Handy den Auslöser betätigt. Das ist ein bisschen schwer, man kann sich dann leicht verrenken. Also, pass auf. Bin mir sicher, sie wird das versuchen zu vermeiden. Ich glaube, so versuchen zu zeichnen ist nicht ganz so leicht. Wie auch immer du das hingekriegt hast, wenn du es genauso gemacht hast, dann Respekt trotzdem. Ich dachte jetzt ja tatsächlich an die klassische Methode, ne? Hand aufs Blatt, schön einfach drüber. Mit dem Stift und dann war es das, aber ja, dann nimmt natürlich immer mehr Form. Jetzt hast du dem auch noch so ein paar Streifen verpasst, Ja, ich ne? wollte ihm so ein bisschen Muster und Kleckse geben. Ja, das hat so ein bisschen jetzt. Es sieht ja so giftig aus. Vielleicht ist es Ich finde kein das cool. schöner Duft. Ja, gut, ich meine, gibt es auch. Ich bin mir sicher, dass nicht jeder Seifenduft ein schöner Duft ist für jeden. So ist das ja auch bei Parfums. So, und was sehe ich jetzt hier gerade? Genau, und Enzi hat jetzt auch nochmal geschrieben. Habe dann Freunde, die uns helfen. Ne? Das heißt, Ja, das wirst du wahrscheinlich auch oft machen. wenn Dass man du. Ja? sofort haben möchte, dann macht man es doch. Also mache ich es doch lieber, versuche ich es selbst. Aber ist schön. Wie alt warst du, als du gemerkt hast, okay, ich muss weg von dem klassischen Manga-Zeichnen, beziehungsweise von diesem klassischen asiatischen Zeichenstil, also ich sag mal, der geprägt ist durch, es ist ja nicht nur Japan, klar, klassisch Japan kennt man so, aber auch die Koreaner und auch
die Chinesen und alle Länder drumherum haben ja auch einen ähnlichen Stil mittlerweile. Ne? Du hast ja auch da oft Überlappungen, auch trotzdem individuell anders. Ne? Also gerade Korea hat da nochmal einen anderen Stil, würde ich sagen. Aber wie alt warst du, als du gesagt hast, okay, ich muss weg von diesem Stil generell und muss mich auf meinen eigenen konzentrieren und das Ganze, wie du gesagt hast, aufbrechen? Also mit 14 und 15 war ich noch sehr tief drinne, habe ich zu meiner Mutter gesagt, ja, ich möchte jetzt Manga zeichnen lernen. Und dann hat sie ein bisschen rumgefragt und jemanden gefunden, der mir so traditionell Figure Drawing ans Herz gelegt hat und habe gesagt, nee, ich möchte keine echten Menschen, ich will Manga zeichnen. Ja, aber Wie das so ist mit Eltern, ne? Die nicht ganz, meine Eltern haben es auch nicht verstanden. Aber ja, erzähl nein, aber weiter. da ist was dran. Man soll schon von der Natur aus anfangen, wie echte Menschen aussehen. Und Mangas sind eigentlich ja nur die vereinfachte Version, also stilisierte Version von echten Menschen. Ja, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen. So, nach dem Abi habe ich mich erkundigt, was man so studieren kann in die Richtung. Habe ich mich für Game Design in Berlin entschieden. Da habe ich mir auch Livestream angeschaut, wo die Professoren gesagt haben, ja, was sie gerne sehen möchten. Und Manga-Animes zählte nicht dazu. Wusste ich ja, wenn ich in dem Bereich arbeiten möchte, da muss ich mich davon entfernen. Das Ja. heißt, Das war so mit 19. mit 19. Wie alt bist du jetzt? Jetzt bin ich 24. 24. Das heißt, vor 5 Jahren hast du tatsächlich gesagt, ich gehe meinen eigenen Weg und ändere das Ganze ab in meinen eigenen Stil, was jetzt auch in dem resultiert ist, was du jetzt praktisch auch machst, ne, in deinen Genau. verschiedenen Formen. Und ja, wie gesagt, ich finde das schon mal ganz cool. Wir müssen jetzt, wie gesagt, auch noch nicht fertig werden heute, aber wir können einfach mal schauen, wie weit wir kommen. Das sieht doch schon mal sehr stilistisch aus. Also, genau, jetzt kriegt ihr auch seine Streifen, wie ich sehe. Finde ich sehr, sehr cool. Er guckt aber ein bisschen böse, ne? Also ein bisschen verwirrt und ein bisschen böse. Verwirrt und böse. Ja, so ihm fehlen so ein bisschen die Augenbrauen, klar. Ah. Drachen haben zwar eigentlich keine Augenbrauen, aber man ist es ja mittlerweile so gewohnt, ne? Alle Vereinfachungen von natürlichen Wesen haben wir dann irgendwie dann doch Augenbrauen, um halt die Mimik so ein bisschen zu unterstützen. Kennst du diese Fotos, wo Leute auf ihre Hunde Augenbrauen kleben? Ja, kenne ich. Die sehen zu Das tot lachen, komisch ist aus. super lustig. Ich glaube, das hat Ja. sogar damals angefangen, wo die ersten Leute gesagt haben, ich nehme so eine Toastscheibe und stecke meinen Hund oder meine Katze halt einfach in diese Toastscheibe. Also, da gab es so super lustige Bilderserien. Also, aber gut, ich meine, so mit Tieren hast du ja echt immer viel Spaß. Da gibt es ja viele Videos. Gab es ja auch diese Katzen, die, wenn sie miauen, dann hört sich das an, als ob sie sprechen. Da gibt es so eine, die macht den, I love you. Das ist echt lustig. Aber das mit der Toastscheibe war tatsächlich mein Favorit. Das war echt Ist auch cool. ein cooles Design, finde ich. Einfach so Ja. ein Toasthut. Ja. Hast du, weil du jetzt auch gesagt hast, vom Thema Manga und Anime bist du jetzt auch weggegangen, hast du auch beim Thema Gaming oder beim Thema Game Design bestimmte Elemente, die du gesagt hast, die sind für dich übernehmenswert, wo du gesehen hast, oder sagen wir es mal so, du warst halt einfach ein Fan davon und hast gesagt, hey, das finde ich super cool, Final Fantasy, Legend of Zelda, was auch immer, vielleicht der Schnauzer von Mario. Aber ich muss sagen, der Zeichner von den Final Fantasy Illustrationen, Yoshitaka Amano heißt er, glaube ich. Der ist auch eines meiner größten Vorbilder. Ich mag seine Zeichnung ziemlich gerne. Ich auch, ehrlich gesagt. Das ist echt cool. Ja, also Game Design inspiriert mich viele Dinge. Zum Beispiel Journey. Das ist voll schön von den Farben und Formen. Welches Spiel gefällt mir noch? Journey ist Stylistisch. Ja, Journey ist toll. Journey ist toll. Unsere Zuschauer sind auch begeistert. Die Die Farben, dass man das Live-Zuschauer. Herz zeichnen kann am Ende, das war mein. Das war dein Favorite. Ja. Für andere, dass man mit anderen kommunizieren Ach kann so, meinst du das? mit Ja, der ja. Zeichnung. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache gewesen. Aber das finde ich sehr interessant. Also, ich glaube, wenn ihr nicht Zeichner wäre, was ich wahrscheinlich nie sein werde,
würde ich mich tatsächlich auch zu den zu dem Zeichner von einmal ganz klar, wie du auch gesagt hast, von Final Fantasy dazu zählen, weil das ist echt, also dieser Zeichenstil ist halt so schön simpel und clean, aber auf der anderen Seite hast du trotzdem diese Plastik drin, einfach durch ganz leichte Schattierung, die er durch ganz simple Formen da drauf macht. Und klar, also für uns beide als diejenigen, die auch mit Final Fantasy aufgewachsen sind, ist das ja nochmal so was ganz Besonderes, wenn du noch das Artwork hast, im Vergleich zu diesen Pixeln, die dann in Vierecken irgendwie rumspringen, wie es früher bei den PlayStation 1-Spielen waren oder andere Plattformen. Ni No Kuni fällt mir jetzt ein. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Nino Kuni. Ich glaube, der Artstyle wurde von Studio Ghibli gemacht. Also es sieht auch, ja, es sieht auch echt so aus wie ein Ghibli-Film teilweise. Also von der Optik her echt gut, aber vom Gameplay war der erste Teil okay, finde ich. Ja, aber ich kaufe Spiele auch nicht fürs Gameplay, sondern wie die Wegen der aussehen. Grafik. Gut, da spricht der spricht der Designer aus dir. Tony Teller fragt jetzt auch, was sagst du zum Tim Burton-Style? Ich mag ihn. Ja, ich schaue ihn mir gerne an, aber so für mich selber passt er nicht so in meinen Workflow, in meine Ästhetik. Aber anschauen tue ich es total gern. Das ist natürlich eine coole Sache. Tim Burton-Style ist echt, finde ich tatsächlich auch super, super interessant. Ich mag auch, muss ich sagen, es ist jetzt gar nicht mal so die Richtung Manga-Anime, sondern die ganz alten Disney-Klassiker. So diese alten Zeichenstile von zum Beispiel irgendwie Das Dschungelbuch oder von Alice im Wunderland. Der Stil an sich, wie das Ganze aufgemacht wird, wenn man das jetzt mit heute vergleicht, klar, es gibt jetzt heute auch ganz andere Animationsmethoden, na, damit das viel schneller vonstatten geht. Aber man hat halt wirklich gemerkt, die Leute haben sich da wirklich Gedanken gemacht und wirklich Zeit und Energie investiert. Teilweise wirklich dann jedes Bild, dann auch jeden einzelnen Frame neu gemacht. Ne? Ja. Und das finde ich halt super interessant, auch vom Stil her. Und hier übrigens auch zu deinem Ni No Kuni. Ernst hat eben auch nochmal geschrieben, da gibt es ja auch nur einen neunten Teil. Nun einen neunten Teil, also neu rausgekommen. Ja, der zweite Teil, da bin ich noch nicht dazu gekommen. Es frisst auch ziemlich viel Zeit, Ja. so was anzufangen. Ja, vorbei sind die Zeiten, ne, wo man dann wirklich schön mal sagen Ja, konnte, ach, 8 Stunden am Tag spielen. ins Zimmer Ja, einschließen, Gardinen zu. das waren noch Zeiten. Das waren wirklich noch Zeiten früher. Also das war. Also gerade so diese ganze Geschichte, wir hatten es ja eben auch, wie gesagt, mit der Eva, die auch erzählt hat, dass sie früher gern gezockt hat und auch ab und zu ein bisschen jetzt noch zockt. Und damals war das ja auch echt so, gerade wenn man noch Jugendlicher war, zu Schulzeiten, bist halt nach der Schule nach Hause gekommen, hast einfach deinen Laptop oder was auch immer du hattest angeschmissen und hast angefangen zu zocken, gerade bei Online-Games. Oh Das war so ja. die größte Sucht. So Maple Story war Oh mein ja, Shit. Maple Story. Ragnarök war tatsächlich auch so eine Sache, die ich gern gezockt habe. Was waren so deine Lieblings, Online-Games, die du immer gespielt hast? Früher Maple Story auf jeden Fall. Das ist so Ragnarok, da. Ja. Das war diese koreanische Ich erinnere mich, aber ich glaube, war schon2D-Pixel-Grafik. out, als ich spielen Ach durfte. so. World of Warcraft habe ich auch mal gespielt, weil mein Bruder das auch gespielt hat. Da war es auf dem PC. Ja, sonst Pokémon natürlich. Also, das ist jetzt kein Online-Game. Wäre aber schön, Aber wenn es das geben würde, ja, online. Nintendo, please. Ja, das ist natürlich, das finde ich super lustig, weil gerade so diese Online-Games früher, du hast ja einfach so einen Suchtfaktor gehabt. Ist ja auch heutzutage noch so, ganz oft, ne? Dass du halt wirklich Angst hast, was zu verpassen, Ja. weil das Spiel dreht sich natürlich weiter. Vor allem, wenn man mit Freunden zusammenspielt, will man auch nicht hinterher sein. Ja, Da machen genau. die Dungeons ohne einen. Und Genau. dann ist man ganz traurig. Ja. Also ab und zu zocke ich tatsächlich auch noch Final Fantasy 14, also der Online-Ableger. Ja, ich hab das auch. Echt? Ja, ich hab in meinen Semesterferien das gespielt. Und als das Semester anfing, dachte ich, okay, nee, Ja. zahl kein Monatsabo, Ja, sonst kommst du da nicht mal raus. das ist echt die Hürde, ne? Sobald du einmal drin bist, das ist wie so ein Ja. Teufelskreis, kommst du nicht mehr raus. Ja, das stimmt tatsächlich. Also da gibt es echt viele, viele Tücken, um das Ganze so schön zu gestalten, dass man wirklich Lust drauf hat. Aber finde ich interessant, was du da wirklich dann dir als Vorbild nimmst. Aber Studio Ghibli ist halt auch so eine Sache, ne? Also dieser Zeichenstil generell ist auch nochmal, ich finde, eine Mischung aus Altem und Neuem.
Du hast von der Art, wie sich die Figuren bewegen und wie sie auch dargestellt werden, erinnert es eher an die späten 80er, Anfang der 90er, so ein bisschen der Akira-Stil. Kennst du ja bestimmt auch, Akira, genau. Weil so, das war so eigentlich die Animationsserie, nicht Serie, der Animationsfilm schlechthin damals. Aber das fand ich super cool. Und ich finde, dieser Stil ist halt auch etwas, was man wirklich heutzutage gerne sieht. Und übrigens hier jetzt noch mal ganz kurz zwischendurch, die beiden Herren und Damen aus der Community, der Toni Teller hat noch mal gefragt, was du eigentlich, ob du das praktisch freiberuflich machst, das, was du jetzt an Illustrationen und Grafiken Ja, genau, ich für mache uns das stellst. freiberuflich. Also ich nehme Aufträge an, die reinkommen, dann schreibe ich Rechnungen. Also ich bin nirgends fest angestellt. Das wäre tatsächlich auch die zweite Frage gewesen, ob du dann auch deine Buchhaltung selbst machst. Ja, ich muss mir mal einen Steuerberater anschaffen. Weil ich mache das jetzt erst ein Jahr und die erste Steuererklärung müsste ich dann bald irgendwann machen. Ja, das ist aber auch nicht schlimm. Ich meine, gerade beim ersten Mal, es gibt ja Leute, die machen das zum 50. Mal, haben trotzdem diesen Steuer-App-Helfer oder sonst was, von daher. Aber nicht schlecht. Nicht schlecht. Jetzt. Ich hab's wieder vergessen. Rufus, wie spricht man das nochmal aus? Bruteile. Brotteile wahrscheinlich. Bruteile? Brot? Ja, Ja. Brotteile, ja. Bruteile. Ich tue mich echt schwer. Es tut mir wirklich Ist auf leid. Das ist nicht Deutsch extra. Brotteile. Bruteile. Das ist ein super cooler Name. Ich habe ihn einfach nur noch nie gehört. Deswegen fällt mir das gerade so ein bisschen schwer, das auszusprechen. Klingt aber Okay. auch wie ein ausgedachter Name. Ja, so Oder? Bro. Hey, Bro. 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 Also, Bruteile schreibt, wer oder was ist denn deine Lieblingsfigur von Studio Ghibli? Und es wird getippt auf Calcifer. Nein, aber knapp, Aber das ganz Grinsen, ne? knapp. Das, ha, hast du falsch gedacht. Ist tatsächlich der Besitzer vom Herz von Calcifer, Howl, aus dem anderen Schloss. Cool. Weil er so swaggy ist. Swaggy. Hashtag Kawaii. Cool, ja, okay, die Namen sind ausgedacht, gut. Das hätte ich mir jetzt fast gedacht, aber nichtsdestotrotz, cooler Name. Also irgendwie, das könnte auch so ein cooler Gamer-Name sein für irgendwelche mittelalterlichen Spiele. Okay, vielleicht erkläre ich noch kurz, was ich als nächstes mache. Genau, ich wollte jetzt gerade sowieso nochmal auf deinen Drachen zurückkommen. Ja, ich habe die Farben grob und ein bisschen Details mit rein in die Silhouette getan. Und jetzt habe ich. Oh, ups, das war was anderes. Aber das sieht auch cool aus. Das war das Licht, was wir von vorhin hatten. Ja. Vielleicht behalte ich das sogar. Wobei ich jetzt zum Beispiel diesen Tart hier auch ganz cool finde, den du jetzt hier auch ein bisschen heller gemacht hast. Hier? Ja, genau, Mhm. den Innenraum, sage ich jetzt schon. Das ist kein Innenraum, aber Ja. den inneren Teil Und des hier ist Bauches. nochmal das, Das was ist ja ich richtig eben abgefahren. gemacht habe. So noch ein bisschen Ja. mehr Farben mit rein. Bin ich mir unsicher, ob ich das drinnen lassen soll. Was sagen die anderen Leute denn? Das können wir ja mal gerne die Community fragen. Was denkt ihr denn? Soll Percy das lieber mit dem Rotstich lassen oder lieber violett? Ich finde eigentlich beides ganz cool. Aber vielleicht müssen wir echt mal die Community entscheiden, was ihr da denkt. Könnt ihr dann, könnt wie gesagt gerne kommentieren und für all die, die jetzt vielleicht neu dazugekommen sind und noch nicht kommentiert haben, falls ihr auf adobelive.com zuschaut und bemerkt, dass ihr unten in dieser Chatbox, dass da steht, ja, ihr müsst euch anmelden, ihr müsst euch über YouTube bzw. eurem Gmail-Account anmelden, dann könnt ihr da drin auch kommentieren. Es wird nämlich gemirrored von YouTube sozusagen. Und dann habt ihr die Möglichkeit sozusagen einfach mitzuschreiben. Fänden wir ganz cool. Ich glaube, der Percy freut sich auch immer, der ist ja hier nur am Grinsen. Genau, jetzt haben wir sogar schon die ersten Antworten. Ne? Also hier, Enzi schreibt eher Richtung Dunkel, finde ich gut. Okay. Der Thomas Böttcher schreibt, bunter finde ich besser, ist mehr der Feuerdrache. Auch gar nicht so unrecht, obwohl er vielleicht nicht unbedingt sein Feuer auf der Haut haben Ja. sollte. Was haben wir noch? Der Tony schreibt, Violett passt besser zum Duftspender. War das nicht Okay. auch Tony, der geschrieben hatte, der will den Duftspender? Muss ich gleich nochmal gucken. Dann arbeiten wir mit Violett weiter. Was ich jetzt mache, ist Ja, die meisten ein. sagen tatsächlich Violett. Okay, Also weird. auch hier LBD und Bruteil schreibt Violett. Und hallo Funfilm und Medien. Neu dazugekommen, sehr cool. Hallo.
hast nichts, brauchst keine Angst zu haben, dass du was verpasst hast. Im Nachgang kannst du dir tatsächlich auch nochmal alles angucken, was du bisher nicht gesehen hast. Aber ich habe dich unterbrochen, entschuldige, du Ah wolltest ja, jetzt gerade genau. was erzählen. Ich habe jetzt nochmal ein ganz neuer Layer über alles andere neu hinzugefügt und painte über alles drüber jetzt. Da ist nichts gelockt, also ich kann auch hier über die Silhouette painten und ich räume sozusagen die Zeichnung auf. Also an manchen Stellen, wo es unordentlich ist, werde ich so hier das abrunden. Ja, und das ist jetzt mein Prozess. Finde ich cool. Ich finde es auch wahnsinnig faszinierend natürlich, wie weit du tatsächlich reinzoomen kannst, ohne dass der Qualitätsverlust spürbar zu erkennen ist. Ja, Könntest du eigentlich jetzt noch weiter reingehen? ich Oder habe wie es, weit glaube könntest du ich, reingehen? relativ groß angelegt. Ich bin mir nicht Ja. sicher, was für ein Format, aber hier geht's vielleicht noch? Nee, ich glaube, so ist Das maximal ist Maximum. reingeht. Aber das ist ja auch immerhin schon. Ah, nee, Quatsch, oben rechts ist ja eine Prozentanzahl da. Ich so, hier, Das ist jetzt, jetzt 100%. genau. Finde ich allerdings, das ist natürlich ein super Zeichen, nur zu sagen, okay, du hast jetzt hier ein iPad Pro, was ja eigentlich kein vollwertiger Laptop ist, zum Beispiel, Nee. oder ein vollwertiger Desktop-PC, sondern tatsächlich von der Ausstattung her eher an ein Ultrabook erinnert, auch wenn es ein Pro ist. Klar, bei Apple ist es natürlich immer schön, dass sie die Produkte so konfiguriert sind, dass die Hardware-Konfigurationen ineinander wirklich sehr gut greifen. Aber es ist einfach schön zu sehen, wie reibungslos das funktioniert, trotz der Größe des Bildes. Ne? Also das ist schon, finde ich schon sehr, sehr, sehr interessant. Und vor allen Dingen, dass du auch wirklich auf dem Level dann noch wirklich detailliert zeichnen kannst. Also es ist schon eine coole Erfindung, muss ich sagen. Das ist auch ein sehr, sehr schöner Weg. Und ich glaube, so wie du das auch hier zeigst, bestätigt das auch einfach, dass man da wirklich Tolles kreieren kann. Dein Drache hat ja eben auch schon, jetzt ist er ein bisschen drollig mit seinen Augenbrauen. Finde ich super. Finde ich super. Und wie gesagt, Violett war jetzt der Favorite. Jetzt, ja, dein Drache, der ist echt cool geworden, muss ich ehrlich sagen. Danke. Wie machst du normalerweise, also zum Thema Nasen, weil mir das jetzt eingefallen ist, weil du jetzt auch gerade da so ein bisschen rumgespielt hast, machst du das reduzierter oder bist du eher so die Person, die sagt, okay, ich zeichne zum Beispiel erstmal eine ganze Nase vor Bei und Menschen oder bei Echsen? Oder bei beidem, generell? also jetzt ist gut, das ist jetzt eine Echse, klar, im Ja. Endeffekt, aber wenn du es jetzt bei dem machen würdest. Ich glaube, zu meinen Designs passen eher stilisierte Nasen. Ich zeichne kaum realistische Nasen. Aber Nasen ist auch was Ist auch echt so ein Schweres, Thema. ja. Also ich finde es bei den Zeichnungen, die wir auf Instagram gesehen haben, bei dir auf deinem Profil, auch auf deiner Website, klar, bei den Menschen sieht man das auf jeden Fall, dass es sehr, sehr stilistisch ist. Entschuldigung. Kleiner Blub. Und jetzt, aber hier bei dem Drachen finde ich es halt irgendwie sehr interessant, weil du jetzt quasi die Nase per se gar nicht gezeichnet hast, sondern du hast jetzt eigentlich nur so kleine Konturen um die Nase herum gezeichnet, die dem Ja. Ganzen also die Form geben. Und das finde ich, vielleicht magst Jetzt du das auch mal wollte so ein ich bisschen noch ein erklären. bisschen Schatten hinter der Nase tun, damit die wirklich auch als mehr Dimension bekommt, die Nase. Also jetzt bin ich gerade dabei. Ich sehe auch, wir haben jetzt noch ein bisschen mehr als 10 Minuten. Was Okay. jetzt gar nicht so schlimm ist. Unser Livestream ist ja noch lange nicht vorbei heute. Das heißt, wir haben ja noch nach dieser Session noch 4 weitere Stunden Adobe Live. Und da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt, weil unsere nächste Dame, die wir jetzt direkt im Anschluss sehen werden, die ist nämlich auch schon hier vor Ort. Ganz klammheimlich hört sie zu. Was ich aber sehr cool finde. Und genau, die Kathi, die kommt nämlich auch gleich dran. Hat auch richtig, richtig coole Sachen. Solltet ihr auf jeden Fall euch auch anschauen. Und die macht das zusammen mit dem Rufus. Und heute Abend gibt es dann noch den Moritz Adam Schmidt. Da bin ich dann auch wieder dabei. Und der hat auch nochmal seinen eigenen Stil. Also wir haben ja tatsächlich heute 4 verschiedene Leute mit ganz eigenen Stilen und ganz eigenen
Herangehensweisen, auch hardware-technisch, nicht nur eben auch von dem, wie man das Ganze macht, sondern auch was für Endgeräte benutzt werden. Und das finde ich, ist einfach mal schön zu sehen, dass man, egal auf welche Weise man am liebsten arbeitet, trotzdem seinen ganz eigenen Stil und auch was Großartiges kreieren kann. Also wie gesagt, hier Percys Arbeit, das finde ich wirklich sehr, sehr faszinierend. Und auch, dass man auf die Schnelle, also gerade wenn man das öfter macht, wie du das jetzt hier auch machst, dass man trotzdem wirklich so hochwertige Illustrationen hinbekommt mittlerweile. Das ist schon sehr faszinierend. Also klar, es gehört natürlich auch ein gewisses Talent dazu. Da bin ich mir auch ganz sicher, Und viel Übung, natürlich. das glaube ich auch. Aber nichtsdestotrotz, diese Zusammenstellung, das ist schon sehr interessant. Und genau, für all diejenigen, die jetzt auch nochmal, wie gesagt, dazugekommen sind, wir sind sozusagen live auf adobelive.com und auch auf YouTube, auf dem Adobe.de-Channel. Und falls ihr jetzt erst zugeschaltet seid oder dazugekommen seid und euch noch Sendungen von vorher beziehungsweise auch von vorherigen Adobe Lives ansehen wollt, könnt ihr das jederzeit auf dem YouTube-Channel machen. Die sind nämlich da alle schön abgespeichert und auch alle Sendungen, alle Sessions, die wir jetzt machen, die gibt es dann auch im Nachgang direkt auf dem YouTube-Channel. So, ich sehe jetzt schon, Zeit schon jetzt hat das knapp. schon, boah, das ist ja echt, natürlich jetzt echt cool mit den Dreiecken, jetzt hast du ja wirklich so eine Art, das ist jetzt so das Schuppenmuster, nicht wahr? Ja, genau. Wie gesagt, jetzt tue ich gerne geometrische Formen in meinen Zeichnungen seit neuem. Und das hat einen coolen Effekt, weil zum Beispiel die Fläche jetzt am Bein, die sieht so okay aus. Aber wenn man zum Beispiel Dreiecke hier, wie hier am Kopf dazu machst, sieht es nochmal nach mehr aus, würde ich sagen. Das finde ich klasse. Es gibt dem Ganzen noch so eine zusätzliche plastische Variante. Gerade hier am Kopf. Jetzt sieht es nämlich so aus, als ob er wirklich nach vorne reinläuft und nicht nach unten guckt. Das gibt dir jetzt echt so einen schönen detaillierten Effekt. Das finde ich klasse. Ich sehe gerade nämlich im Chat, die Eva ist wieder am Start und sagt auch nochmal ganz lieb Hallo. Freut sich schon, dass Hi, sie, Eva. dass sie hier jetzt auch mit zugucken kann. Die Eva war nämlich auch vorher dran mit dem Rufus zusammen. Hat es jetzt auch wieder geschafft, sich auch mal einzuloggen und schaut uns auch wieder zu. Und genau, wie gesagt, wir haben jetzt noch knapp 10 Minuten. Würden wir jetzt einfach nochmal weitermachen und danach geht es auch direkt weiter. Also keine Sorge, wir sind heute den ganzen Tag für euch da. Morgen auch, übrigens auch wieder dann eben Percy und ich von 12 bis 14 Uhr und davor natürlich auch mit Rufus und Eva wieder. Das heißt, wir zur gleichen Zeit sind wir wieder morgen am Start und natürlich auch am Donnerstag. Das heißt, schön im Kopf behalten, weil da geht es natürlich weiter. Wir zeigen euch natürlich noch weitere coole Sachen und ich bin auch ganz gespannt auf die beiden Streams, die später folgen. Mit Kati und Moritz, weil da ja nochmal ganz andere Facetten aufgezeigt werden. Und wie gesagt, Percy macht das hier schon super klasse. Wie gesagt, ich kann nicht zeichnen, aber ich glaube, wenn ich es könnte, könnte ich es trotzdem nicht so gut wie du. Das wissen wir nicht. Na, dann weiß es nicht, das stimmt schon, aber Vielleicht zeichne das so heimlich. gefällt mir auch sehr gut. Ich erinnere mich noch an eine Frage, die am Anfang gestellt wurde. Das wollte ich dich auch nochmal fragen. Du machst ja sehr gerne Figuren und also sowohl Menschen als auch Tiere. Wie ist das? Denkst du dir auch oft, oder beziehungsweise bei dem einen Bild habe ich es gesehen, aber wie stehst du zu Hintergründen? Bist du da eher zurückhaltender oder sagst du, das mache ich nur, wenn ich wirklich ein Artwork komplett machen will? Es kommt auf die Idee an, die ich im Kopf habe. Wenn ich wirklich nur das Design machen möchte, da wie hier zum Beispiel, da habe ich meistens einen weißen Hintergrund. Wenn ich jedoch eine Szene darstellen möchte, zum Beispiel zwei Personen sitzen im Café und da zeichne ich natürlich den Hintergrund dazu. Je nachdem, worauf ich Lust habe. Also Hintergründe zeichne ich auch. Kostet dich das dann mehr Zeit oder weniger als der Charakter selbst, die du den zeichnest? Ich denke schon mehr, weil da kann man mehr rumschieben und mehr löschen und mehr wieder rückgängig machen. Ja, ich würde schon sagen, mit dem Hintergrund dauert es länger. Ja. Bist du, weil du jetzt ja auch verschiedene Stile hast, legst du dann den Hintergrund auch eher flach an oder auch eher plastisch? Ist das so bei dir eine Mischung oder passt du das tatsächlich ganz normal im Charakter an? Gibt es ja auch oft, dass man so Mischformen hat.
Moment, erzähle ich lieber anhand von Bildern. Zum Beispiel beim ersten Bild hier, da würde ich gar nicht sagen, das ist so ein traditioneller Hintergrund, wie hier zum Beispiel, dass man sieht, da ist eine Tiefe drin mit Himmel, Häuser und Perspektiven. Hier ist es mehr abstrakt. Das sind für mich so eher Farbflächen und Bildelemente. Ja, und hier ist es wieder anders. Es ist eine Szene mit Hintergrund und Perspektive. Und jetzt mal wieder bei dem Schlangenfrauenbild ist abstrakter und was war noch mal die Frage? Wie du, also praktisch, ob du das auch gerne mal misst im Sinne von, dass wenn du jetzt zum Beispiel eher vom Charakter jetzt hier, wie zum Beispiel bei dem Mann mit dem Hund, Ja. wenn du dann zum Beispiel sagst, ich habe eher vom Charakter her ein flacheres Design, auch ein bisschen weniger Details, ob du dann sagst, das mache ich mit dem Hintergrund auch oder ich mische das Ganze und mache den Hintergrund trotzdem detailreich, obwohl der Charakter an sich so dieses typische, wie man es früher bei Comics oder bei Comicserien gesehen hat, wo dann irgendwie der Hintergrund statisch war und Ja. sehr schön gezeichnet und dann hast du aber gesehen, dass die Figuren praktisch ein Layer drüber waren und sich bewegt haben. So in dem Sinne. Bewusst habe ich das jetzt tatsächlich noch nie gemacht. Vielleicht probiere ich es mal aus. Nancy schreibt, dieses Talent und der Stil ist einfach unglaublich cool. Da mag ich selbst gar nicht mehr meine Arbeiten Danke dir. Aber zeigen. trotzdem sollst du deine Arbeiten zeigen. Ich bin mir sicher, da lässt sich bestimmt was machen. Kannst ja mal im Nachgang ja vielleicht mal schauen und auf Percy-Tour gehen, auf die Suche nach Percy. Weil, also, das finde ich dann immer interessant zu sehen, okay, wenn du ähnliche Stile hast, wie sich das unterscheidet und trotzdem die Gemeinsamkeiten feststellen. Und vor allen Dingen jetzt so als Designer, das machst du ja bestimmt auch oft, dass du dich vielleicht auch mal mit anderen Illustratoren zusammensetzt und dir anschaust, was der andere macht, was du vielleicht nicht machst, um zu Ja, schauen, was auf für dich jeden interessant Fall. ist. Ich setze mich auch gerne mit Kommilitonen zusammen und wir zeichnen und gucken uns auch gegenseitig die Bilder an und geben uns Feedback. Das heißt, notierst du dir dann auch was oder sagst du einfach, ich habe jetzt ein bestimmtes, habe ich jetzt gesehen, ein bestimmtes Detail, was mir aufgefallen ist, ein be bestimmter Bearbeitungsstil, den habe ich jetzt für mich abgespeichert und das nächste Mal, wenn ich mich ranmache oder jetzt sofort, wenn ich mich jetzt ranmache, dann übernehme ich das einfach mal zum Test. So beides. Manchmal sage ich auch, hier, zeichne mal rein. Und dann zeichnet derjenige rein und ich gucke den dabei zu, wie der es machen würde. Okay. Ja, und dadurch lernt Also man du auch sehr zwingst die viel. Leute dann sozusagen ihre Zwingen die Geheimnisse Leute. preiszugeben. So kommt so alles raus. Ja. Ja, das finde ich aber echt cool. Also das ist natürlich gerade für dich als jemand, der auch wirklich, wie man das sieht, wirklich sehr begeistert ist von dem Auffassen neuer Elemente und auch von neuen Stilen, das ist natürlich ein Riesenvorteil, ne? Zu sagen, hey, ich schaue mir das an und versuche das auch mal zu machen und zu übernehmen. Und im besten Fall lasse ich das einfließen in meine zukünftigen Arbeiten. Ja, ich habe auch sehr viel von meinen Kommilitonen übernommen, so einzuhalten. Genau. Wir haben jetzt noch 3 Minuten, Okay. bevor es dann zu Ende geht mit dem Stream, beziehungsweise 2. Ne? Und ich würde auch sagen, es ist auch gar nicht, wie gesagt, gar nicht Moment, schlimm. vielleicht schaffe ich noch Ja, ein paar vielleicht. Seifenblasen hier. Ein paar So. Seifenblasen machen wir noch, genau. So als letzten Punkt. Aber es ist wie gesagt gar nicht schlimm. Ich meine, im Endeffekt können wir das ja morgen nochmal. Hey, super. Das geht jetzt schnell. Ich hab grad noch darüber gesprochen. 2 Sekunden später bist du fertig. Finde ich klasse. Also, das ist der Spezialdrache 2.0 mit Seifenblasen. Der perfekte Duftspender. Ich bin mir sicher, der Percy wird das auch im Nachgang dann irgendwie zur Verfügung stellen, dass man das kaufen kann als reales Produkt. Na, der Percy Dragon. Genau. Das können wir uns mal überlegen. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, für diese Session. Vielen Dank, Percy. Es war, finde ich, sehr, sehr unterhaltsam und sehr, sehr tiefenreich. Die Blume ist natürlich auch sehr toll. Hat Spaß gemacht. Danke, dass Ja. ihr dazugekommen seid. Genau. Vielen, vielen Dank. Es geht hier direkt weiter. Das heißt, gar nicht abschalten, sondern wir machen nur eine ganz kurze 5-minütige Pause. Und dann geht es schon weiter mit Rufus und Kati. Wir sagen an dieser Stelle erstmal Ciao.
und sehen uns später nochmal wieder, also wir. Und Percy, wir sehen uns morgen um die gleiche Zeit wieder, 12 bis 14 Uhr. Wie gesagt, einschalten, dann kommt Percy nochmal mit ganz tollen neuen Projekten auf euch zu. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis später. Bis morgen. Ciao. So, jetzt machen wir nochmal schnell. Genau.